Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatssekretär, ich begrüße Sie herzlich im Namen des Europa-Instituts an der Universität Zürich zu unserer heutigen Vorabendveranstaltung. Wir haben ein spannendes Thema und einen spannenden Referenten. Das Referat haben wir seit längerer Zeit geplant, aber wir mussten es immer wieder, sei es aufgrund von Corona oder anderen Anlässen, wieder nach hinten verschieben. Wir freuen uns daher außerordentlich, dass wir es heute durchführen können, wenn auch Corona-bedingt über Internet. Ich freue mich also sehr, dass es heute Abend gelingt. Das Thema ist Zuwanderung und europäische Leitkultur. Eine Hot Topic, welche aufgrund von Corona im Moment etwas vielleicht in den Medien aus den Schlagzeilen verschwunden ist, aber sicher nur vorübergehend. Dazu kommen einem Fragen in den Sinn, wie etwa: Soll Europa überhaupt ein Zuwanderungsgebiet sein? Gefährden wir damit nicht irgendwie unsere kulturelle Identität oder unsere Wertschätzung von Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Religionsfreiheit? Gibt es denn überhaupt so etwas wie eine europäische Leitkultur? Und falls ja, was ist sie? Ist diese stabil oder verändert sie sich im Verlauf der Zeit? Und schließlich, wie soll Europa mit diesen Zuwanderungsströmen, den schlimmen Bildern an der Grenze der Türkei, dem Mittelmeer und so weiter umgehen? Sollen auch wir eine Mauer bauen, wie das der frühere amerikanische Präsident vorgeschlagen hat? Wäre das eine Lösung? Zu diesen und weiteren Fragen wird heute Abend über ein überaus kompetenter Referent Stellung nehmen, Professor Dr. Günther Krings, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern für Bau und Heimat. Professor Krings ist seit 2002 für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages. Also nächstes Jahr, vorausgesetzt, das klappt mit den Wahlen im Herbst, sind es dann 20 Jahre, eine stolze Zahl. Sie haben Rechtswissenschaften und Geschichte an der Universität Köln studiert, waren auch in den USA für ein Masterstudium an der Temple University in Philadelphia mit einem Fulbright Scholarship, das ist immer eine Qualitätsauszeichnung. Nach dem Erwerb des Anwaltspatentes haben sie promoviert und sind 2010 Inhaber einer Honorarprofessur an der Universität Köln im Bereich des Staatsrechts. Sie sind sehr früh schon mit 14 Jahren in die junge Union eingetreten und haben eine ganze Anzahl von Funktionen innerhalb der Partei innegehabt, insbesondere in Bezug auf Mittelstands- und Wirtschaftsfragen, Kulturfragen der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung sowie als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung. Im Bundestag haben Sie in den vergangenen 19 Jahren ebenfalls eine Reihe von Ämtern innegehabt. So waren Sie unter anderem von 2009 bis 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Seit Dezember 2013, also auch bereits schon 7,5 Jahre, sind Sie parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, bei Herrn Horst Seehofer. Seit 2017 sind Sie ebenso Vorsitzender der gewichtigen Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Herr Staatssekretär, wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen. Ich darf Ihnen das Mikrofon übergeben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören. Jawohl. Und ich bin sehr froh, wenn Sie einen Augenblick Geduld haben. Ich habe zwar keine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, denn ich habe auch mal gehört, dass es in der Schweiz einen Kanton gibt, wo vor Jahren mal eine Anti-PowerPoint-Partei kandidiert hat. Ich weiß nicht, wie sie abgeschnitten hat. Aber ich habe einfach nur ein paar Gliederungspunkte praktisch mitgebracht, damit es dem Vortrag etwas einfacher zu folgen ist. Setzt voraus, dass ich die jetzt hier finde. Sie sind völlig im Trend damit, völlig. Genau, eine Sekunde, ich muss die gerade noch antippen, weil ich mache es über das iPad, dann ist es etwas wackeliger zwar, aber ich hoffe, die Qualität besser als bei meinem alten Laptop. So, das wäre jetzt erstmal die Grobgliederung. Ich gehe dann gleich nochmal ein bisschen weiter. Dann müssen Sie nicht die ganze Zeit nur mein Gesicht anschauen, sondern können schauen, welche Punkte ich gerne besprechen möchte. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kellerhals, für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und die Geschichte dieses Vortrags ist irgendwo auch Spiegelbild der Corona-Pandemie, finde ich, geplant vor über einem Jahr.
dann war das eine der ersten, ich glaube für mich sogar die erste größere Veranstaltung, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, die dann ausfiel wegen der Pandemie. Ersatztermin im Herbst fiel auch aus und jetzt machen wir das, was das neue Normalformat zu sein scheint, Videokonferenzen. Genau. Ich hoffe allerdings, dass wir bald wieder in den alten Normalbetrieb zurückkommen. Wenn ich den Raum sehe, wo Sie sind, dann bin ich ganz traurig, dass ich nicht da bin und ich habe auch mir sagen lassen, entgeht so auch ein Abendessen, also in doppelter Hinsicht traurig, aber vielleicht können wir das machen. Das holen wir nach. Sehr schön. Wenn wir uns aber jetzt nun die Corona-Pandemie angucken, ich verspreche, da will ich heute Abend nicht viel drüber sprechen, und das politisch verordnen, dann finde ich schon, dass Sie da auch im Kontext in der politischen Verordnung der Konsequenzen oder der Diskussion darüber jedenfalls in einem Kontext steht, dass Europa eigentlich seit einer geraumen Zeit, und wenn Sie am Europa-Institut tätig sind oder als Zuhörer da interessiert sind an europäischer Politik, dann werden Sie das vielleicht besonders bestätigen, Europa seit einigen Jahren sich in einem Krisenmodus befindet. Nicht nur die EU, sondern auch die Mitgliedstaaten Europas, Finanzmarktkrise, Migrationskrise, Pandemiekrise. Und die verweben sich aus meiner Sicht zu einer politischen Vertrauenskrise, in ihrer Wirkung jedenfalls. Und die Menschen trauen inzwischen, so denke ich, wahlweise dem Staat alles oder nichts zu, also alle Fehler und nichts oder nahezu nichts in Sachen Problemlösungskompetenz. So jedenfalls ist oft mein Eindruck auch aus deutscher Sicht, aus der ich natürlich heute sprechen muss, weil ich die Schweiz so gut nicht kenne. Und der Vertrauensschwund geht über diese Themen der Krise hinaus. Vertrauen ist gestört in die Handlungsfähigkeit des Staates insgesamt. Ich denke in Deutschland nur an Infrastrukturvorhaben des Berliner Flughafens. Jetzt ist er ans Netz gegangen, aber es hat lange gedauert. Sanierung von Autobahnbrücken, ich könnte die Liste größer machen. Das mag in der Schweiz alles noch besser sein. Da ist man, glaube ich, bei Tunnelbauten, bei großen sogar vor der Zeit fertig. In Deutschland haben wir da nicht so einen guten Lauf zurzeit. Und das Vertrauen gestört in Politik ist auch sicherlich der Befund im Zusammenhang mit dem Thema Zuwanderung. Auch hier mangelnde Steuerungsfähigkeit, vielleicht mangelnder Steuerungswille wird der Politik vorgeworfen. Das gilt, wie gesagt, in den meisten europäischen Staaten. Und es gilt beispielsweise auch bei der Konsequenz, was mache ich mit Menschen, die als Asylbewerber kommen, abgelehnt sind, führe ich sie zurück. Wenn wir da die Zahlen uns angucken, ich komme gleich mal kurz darauf zurück, in Deutschland eine sechsstellige Zahl von Menschen, die ihre Pflicht, das Land zu verlassen, nicht nachkommen. Und das ist natürlich auch eine Anfrage an den Staat. Zugleich aber auch der Eindruck bei vielen Menschen, auch da spreche ich erstmal aus deutscher Perspektive, dass Arbeitskräftezuwanderung auch nicht funktioniert, weil wir hier zu viel Bürokratie, zu strenge Regeln haben. Und da bleibt der Eindruck hängen, diejenigen, die eigenmächtig kommen, die können kommen und bleiben, auch wenn sie eigentlich kein Recht hätten. Und diejenigen, die wir brauchen, die halten wir vielleicht zu sehr ab. Wenn ich aus dem Bundesinnenministerium hier spreche, dann empfinden wir das natürlich, auch diesen Vertrauensverlust in diesem Kontext mindestens mal als sehr ungerecht. Ich glaube, wir können darauf verweisen, auf einen mustergültiges oder zumindest sehr gutes Management bei der Aufnahme und Versorgung von Asylsuchenden. In Deutschland mussten eigentlich nicht Menschen auf offener Straße kampieren, in der Schweiz auch nicht, auch in der Hochzeit 2015, 2016 nicht, in südeuropäischen Ländern zum Teil schon. In relativ kurzer Zeit haben wir das Personal des zuständigen Bundesamtes verdreifacht. Wir haben aus der Zentralregister ertüchtigt, Fingerabdrücke, Herkunftsland, Angaben zur Verteilung wurden da aufgenommen, Austausch von Daten zwischen Behörden endlich erleichtert. Wir haben die Dauer der Asylverfahren reduziert auf unter 3 Monate, jedenfalls vor der Pandemie. Wir haben große Integrationserfolge. Schon 60% der Syrer etwa sind in Ausbildung oder Beschäftigung. Allerdings auch noch 3/4, zumindest zum Teil von Hartz IV abhängig. Also es sind natürlich oft keine Vollzeit- und auskömmlichen Beschäftigungen. Auch bei der Arbeitskräftezuwanderung ist der Ruf Deutschlands, wie ich finde, schlechter als die Realität. Von der OECD bis zu dem inzwischen doch so recht bekannten Migrationsforscher Paul Collier aus England sagen viele, eigentlich machen wir es vom System her richtig. Schon das alte Fachkräftezuwanderungsrecht sei eines der besten der Welt, so deren Stimmen gewesen, weil es eben von der Zuwanderung einen ganz konkreten, realen Arbeitsplatz ausgeht. Aber es hilft nichts. Die Stimmung ist in diesen Bereichen so, wie ich genannt habe. In der Politik sind auch Emotionen Fakten, hat Heiner Geißler einmal gesagt. Und auch bei rationaler Betrachtung gibt es natürlich neben der Vertrauensdefizit auch noch sicherlich rationale und tatsächliche Defizite. Und damit kommen wir nach einer kurzen Einleitung dann auch zu dem ersten der beiden Hauptteile. Wenn ich über Zuwanderung und europäische Leitkultur sprechen kann, sind so ein bisschen auch 2 Vorträge mit engen Wechselbezüglichkeiten zum Thema der Zuwanderung. Und meine Damen und Herren, beim Thema Zuwanderung erleben wir seit Jahren eine ganz intensive Diskussion. Ich finde aber oft erschreckend oberflächliche Diskussion. Migration wird erst einmal politisiert, ehe sie vernünftig analysiert wird
Und allzu oft ersetzt eine eben kraftvoll vorgetragene Überzeugung eine ernsthafte Beschäftigung mit der Sache. Wir wollen den Versuch gemeinsam machen, das heute anders zu tun. Daher vielleicht auch mit einigen Zahlen beginnen, auch wenn ich mich an ein Zitat unseres Altbundespräsidenten Roman Herzog erinnere: jede Zahl im Vortrag halbiert die Zahl der Zuhörer. Ich weiß nicht, wie viele jetzt dabei sind. Ich hoffe, dass wir dieses Axiom oder diese These nicht bestätigen. Also in den letzten Jahren, 10 Jahren, Jahr für Jahr zwischen 800.000 und 2,1 Millionen Zuwanderer nach Deutschland. Natürlich die allermeisten nicht humanitäre Zuwanderung, sondern Arbeitskräfte oder Familiennachzug. Jeder fünfte Einwohner in unserem Land hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Also eine Person oder ein Elternteil mindestens nicht als Deutscher geboren. Asylzuwanderung in der Spitze bekanntlich 2015 900.000 fast. Alleine 2015 bis 2016 1,2 Millionen Asylanträge. Inzwischen ist diese Zahl auf unter 200.000 zurückgegangen, auch bereits vor der Pandemie. Aber auch in Pandemiezeiten kein Grund zur Entwarnung. Sie haben das gesagt, Flüchtlingsbewegung nach Europa, vor allem natürlich mit Ziel Deutschland, kann sich schnell wieder verstärken. Da gibt es erste Anzeichen, dass viele in Südeuropa darauf warten, weiter nach Deutschland etwa zu kommen, vielleicht zum Teil auch in andere mitteleuropäische Länder. Und weil natürlich Staaten, ich nenne nur Türkei und Russland, Migration sehr berechnend als politische Waffe auch einsetzen, wie wir auch gesehen haben vor nicht allzu langer Zeit. Deswegen stellen wir Migration vielleicht auch in einen etwas größeren historischen Kontext, nur für eine Minute. Deutschland war zunächst einmal, und das bestimmt natürlich die Wahrnehmung von Ländern in Mitteleuropa, der Schweiz geht es da ähnlich, erst einmal jahrhundertelang ein Auswanderungsland. Von der mittelalterlichen Ostsiedlung über Ansiedlung Deutschland, Osteuropa, Südosteuropa, in Nord- und Südamerika Auswanderung. Von 1841 bis 1928 wanderten geschätzt fast 6 Millionen Deutsche alleine nach Übersee aus. Einwanderung gab es punktuell auch, aber eigentlich wirklich nur punktuell. Und sie hat eigentlich seit dem 18. Jahrhundert als grenzüberschreitende Einwanderung schon keine Rolle mehr. Also Ende des 18. Jahrhunderts mehr gespielt. Ähnlicher Befund für andere Länder. Ich habe mal die Zahlen geschaut. In der Schweiz zwischen 1850 und 1914. 400.000 Schweizer Bürger haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt, da die Schweiz ja ein bisschen weniger Einwohner hat als Deutschland. Also auch eine ganz immense Größendimension. Dann 1950er Jahre, großer Sprung in das letzte Jahrhundert, großes Wirtschaftswachstum, nicht nur in Deutschland, Anwerbeverträge seit 1955 mit südeuropäischen, auch teilweise afrikanischen Staaten in Deutschland. Dann übrigens auch ein wichtiger Faktor, Bau der Berliner Mauer 1961, das, was an Übersiedlern aus der DDR auch zum Teil sehr gut ausgebildet kam, versiegte, also noch größerer Druck, allerdings dann auch bereits 1973 Anwerbestopp, weil man da schon mit wirtschaftlichem Abschwung sah, wir können auch gar nicht mehr alle dauerhaft beschäftigen. Bis dahin waren aber knapp 4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer gekommen. Und es gibt den schönen Satz, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen natürlich Menschen. Die wollten Familien nachziehen, die wollten vielleicht wieder zurück, manche aber eben dann bald auch nicht mehr, weil es ihnen glücklicherweise bei uns auch gefallen hat. Da kann man ähnliche Befunde für die Schweiz, Frankreich, Niederlande und so weiter anschließen. Dennoch, bis in die jüngere Vergangenheit hinein bei uns als CDU und CSU und etwas weiter in der Vergangenheit auch generell als Gesellschaft, der Befund, Deutschland ist kein Einwanderungsland. So stand es 1983 im Koalitionsvertrag in Helmut Kohl, den ersten, den er abgeschlossen hat mit der FDP, also der Satz wörtlich, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Dieser Streit über die Frage, sind wir Einwanderungsland oder nicht, der basiert, wie ich finde, insofern kann ich ihm auch wenig abgewinnen, aber ich will ihn zitieren, auf zwei unterschiedlichen Herangehensweisen oder Verständnissen. Ja, deskriptiv ist Deutschland selbst nach dem Anwerbestopp 73 Einwanderungsland durch Familiennachzug, eben auch durch Flüchtlinge, aber auch in anderen Bereichen geblieben. Normativ war Deutschland das aber lange nicht und in einer gewissen Hinsicht vielleicht heute noch nicht, jedenfalls nicht so wie USA, Kanada, Australien, andere. Es gab eben normative Absagen, wie beim Anwerbestopp, wie bei politischen Äußerungen. Es gab eigentlich nie das Idealbild in der Mehrheit der Gesellschaft, wir seien ein Melting Pot, sondern europäische Gesellschaften, klingt schon ein bisschen die zweite Themenbereich an. Europäische Gesellschaften stehen doch im Anspruch einer gewissen Homogenität oder einem größeren Bewusstsein für tiefere kulturelle Wurzeln. Müssen wir gleich mal genauer drüber sprechen. Also auch wenn auf den Satz Deutschland sei kein Einwanderungsland allein wegen der deskriptiven oder wegen der empirischen Seite vielleicht besser verzichtet werden sollte, so wäre es eben auch falsch, die Aspekte zu unterschlagen, die eben Deutschland und andere mitteleuropäische Staaten von klassischen Einwanderungsländern unterscheiden.
Ungeachtet dessen ist die Akzeptanz von Zuwanderung aber glücklicherweise gestiegen. Und selbst Leute, die sagen, wir sind kein Einwanderungsland, sind damit die allermeisten, mal AfD und einige noch rechtere, aus. Trotzdem nicht generell der Auffassung, wir brauchen keine Zuwanderung oder haben sogar eine positive Grundhaltung. Zum einen, der deutsche Arbeitsmarkt, das Bewusstsein ist gewachsen, braucht Zuwanderung. Bis 2060 würden uns ohne Zuwanderung 16 Millionen Personen fehlen. Fast jedes Jahr 1%, fast 1% weniger Wirtschaftswachstum zurzeit, weil Personal fehlt. Also schon nach jetzigen Zahlen. Zuwanderung ist sicherlich kein Allheilmittel, das betont meine Partei, die Christdemokraten sicherlich. Wir müssen auch an beste Qualifizierung von inländischen Arbeitnehmern, an Lebensarbeitszeit, ja, auch an Frauenerwerbsquote noch einmal denken im Vergleich zu anderen Staaten. Aber Zuwanderung, Arbeitskräftezuwanderung ist eben ein wichtiger Baustein für die Lösung, insbesondere des Fachkräftebedarfs. Zugleich gibt es auch eine hohe Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung, Menschen in humanitären Notsituationen aufzunehmen als Flüchtlinge. Das ist in den vergangenen Jahren sogar eher noch gewachsen. Wurde aber natürlich stark auf die Probe gestellt 2015-16, weil da viele, die an sich auch positiv darauf dazu stehen, gesagt haben, das sind zu viele in zu kurzer Zeit. Die Flüchtlingskrise 2015, 2016 hat aber vor allem eben deutlich gemacht, dass die Offenheit für Zuwanderung, auch gerade für humanitäre Zuwanderung, voraussetzt, dass der Staat willens und fähig ist, dass er diese Zuwanderung auch effektiv steuert. Also es geht um die Aufgabe der Steuerung von Zuwanderung. Ich hoffe, das kann man einigermaßen lesen, diese vier Punkte mit Unterpunkten. Der Staat muss also den Anspruch auf Steuerung haben. Er darf nicht immer nur auf die Angst vor unschönen Bildern oder unschönen Berichten verweisen, sondern er darf dabei jedenfalls den Anspruch auf Steuerung nicht aufgeben. Da geht es um vier Dimensionen, die wir kurz durchgehen. Steuerungszweck, politische Steuerungsebenen, die Steuerungsinstrumente, aber auch Steuerungsaufgaben nach der eigentlichen Einwanderung im engeren Sinne. Unabdingbar ist, wie ich finde, eine klare Trennung zwischen humanitärer Zuwanderung, also Stichwort Asylbewerber, und Fachkräftezuwanderung. Wir haben in Deutschland ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz erneuert. Wir haben nicht von null angefangen, wie manche behauptet haben, aber haben ein neues erlassen, auch hoffentlich etwas einfacher lesbar, aber das ist bei Gesetzen immer so eine Sache. Das ist am 1. März 2020 in Kraft getreten und enthält ein klares Bekenntnis auch vom Titel schon. Vorher stand viel Ähnliches drin, aber schon der Titel war eher abschreckend. Da ging es um Begrenzung. Jetzt haben wir gesagt, nein, das ist ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz und bekennt sich zur Einwanderung und eben auch nicht nur von Hochschulabsolventen, sondern insgesamt von Fachkräften, auch solche mit qualifizierter Berufsausbildung. Ist auch merkwürdig, da hat meine Partei immer gesagt, Berufsausbildung ist genauso gut oder ähnlich gut wie ein Hochschulstudium. Und nur bei der Zuwanderung, da war dann doch ein himmelweiter Unterschied zwischen beiden Gruppen. Natürlich wissen wir, das duales Ausbildungssystem, wie wir es in unseren Ländern kennen, natürlich in vielen Ländern, wo Zuwanderer herkommen, natürlich nicht so bekannt ist. Aber auch dort gibt es andere Qualifikationsschienen, zum Teil auch mit deutscher Hilfe aufgebaut. Maßgebliches Steuerungskriterium, wirtschaftlicher Bedarf und Qualifikation. Und deshalb kein Punktesystem, da lege ich jedenfalls auch sehr viel Wert drauf, weil Punktesystem steht für mich im Kern für Planwirtschaft. Man kann es marktwirtschaftlich anreichern, aber da sagt der Staat, was sind die Kriterien, wer soll kommen. Wir sind dafür marktwirtschaftliche Lösungen. Wer kann beurteilen, wer in den Arbeitsmarkt integriert werden kann? Es ist der Arbeitgeber. Und meine Damen und Herren, Sie können mir glauben, aufgrund der Empirie, das ist doch keine Raketenwissenschaft, Integration gelingt typischerweise sehr gut auf einem real existierenden Arbeitsplatz. Integration gelingt eigentlich nie allein auf dem Arbeitsamt. Also nur sozusagen, indem ich regelmäßig mich arbeitslos melde, mache ich in der Regel wenig Integrationsfortschritte, wenn ich nicht andere Dinge nebenher mache. Ich könnte jetzt ausführlich berichten, was da alles drinsteht. Ich habe eh schon die Sorge, dass ich die Zeit nachher überschreite im zweiten Teil. Deshalb will ich mal sagen, wir haben da einen einheitlichen Fachkräftebegriff. Wir haben die Vorrangprüfungen weitestgehend abgeschafft. Begrenzung auf Mangelberufe ist weg. Wir haben sogar die Möglichkeit, befristete Zeit ausnahmsweise für eine Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen, ohne einen festen Arbeitsplatz zu haben. Das muss aber eine Ausnahme sein, denn wir wollen natürlich auch keine Vermeidung von Missbrauch. Und das muss man offen ansprechen. Staaten mit hohem Sozialstaatsniveau sind auch in einer größeren Gefahr, auch Missbräuche auszulösen. Wenn ich ein schlechtes Sozialstaatsniveau, wenig Sozialleistung habe, ist die Gefahr natürlich geringer. Das ist einfach Faktum. Das Problem natürlich, ich kann natürlich nicht sagen, wie hat das Gesetz gewirkt. Es ist zwar seit über einem Jahr in Kraft, aber es ist natürlich dummerweise zeitgleich mit der Pandemie gekommen. Und die hat natürlich vieles verzerrt und die Zahlen natürlich nicht hochgehen. Im Gegenteil, wir haben natürlich in der Zeit weniger Zuwanderung wegen Probleme des Reisens, Visa-Ausstellungen und so weiter. Insofern wird man warten müssen mit einer ersten Bewertung.
Wichtig ist mir und ist uns, Asylzuwanderung kann Fachkräftezuwanderung nicht ersetzen, da sie eben nach ganz anderen Kriterien erfolgt. Wir können und dürfen uns Asylbewerber nicht danach aussuchen, ob sie der deutschen Volkswirtschaft nützen. Das wäre gegen humanitäre Prinzipien. Wenn jemand schwer krank und vielleicht schon älter kommt, aber Schutz braucht, dann muss er genauso aufgenommen werden wie ein junger, starker Mann, Frau, die auf dem Arbeitsmarkt schneller einen Platz finden. Das ist das Prinzip humanitärer Hilfe. Deswegen ist aber auch nicht möglich, abgelehnte Asylbewerber, die die Pflicht haben, unser Land wieder zu verlassen, dann generell einen sogenannten Spurwechsel, so heißt der Fachbegriff, kann man sagen, zu Arbeitsmigranten zu machen und damit alleine Daueraufenthaltsrecht zu bekommen. Das widerspricht dem Grundgedanken von Fachkräfteeinwanderung. Wenn ich bestimmte Kriterien formuliere für Fachkräftezuwanderung, die ich bewusst auch zum Teil schon im Ausland erfüllen muss, Sprachkenntnisse, die erste jedenfalls, berufliche Qualifikation, und es muss ein vorhandener Arbeitsplatz sein, und parallel sage, naja, jeder, der als Asylbewerber kommt, der kann aber auch die Spur wechseln in den Arbeitsmarkt. Was ist denn noch der Anreiz, diese Qualifikation im Ausland zu erwerben? Dann ist natürlich die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass alle mal kommen und mal gucken, ob es denn klappt. Das ist jetzt etwas flapsig, ich will es nicht so ausführlich machen. Natürlich ist es nicht so einfach, aber man diskreditiert das eigene Fachkräfteeinwanderungsrecht. Trotzdem, in bestimmten Grenzen lassen wir Spurwechsel zu, weil es natürlich manchmal auch als sehr formalistisch wahrgenommen wird, wenn wir da zu streng sind. Aber es bleibt Streitthema, und die Forderung, eben dann noch mehr zu machen, den Spurwechsel generell zu ermöglichen, das ist ein politischer Streitpunkt in Deutschland. Ich persönlich meine, eben darüber diskutieren, ob wir Spurwechsel generell ermöglichen sollten, sollten wir mehr Energie darauf verwenden, mal zu schauen, wie wir denn, und das ist die Realität, Hunderttausende von anerkannten Asylbewerbern, also die hier ein Aufenthaltsrecht haben, zum Teil sogar unbefristet, dass wir auch die aus Hartz IV, aus der Vollalimentierung herausbekommen und ihnen einen Vollzeitarbeitsplatz geben. Denn da ist auch noch viel Potenzial. Die Realität ist natürlich so, dass gerade die, die noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, nochmal doppelt und dreifach motiviert sind, diesen zu bekommen, was nicht generell heißen soll, dass die anderen das nicht sind. Aber wir sollten uns vielleicht gerade auf diese Gruppe nochmal konzentrieren, gerade auch wenn es um weniger qualifizierte berufliche Möglichkeiten geht. Aber auch im Rahmen der humanitären Zuwanderung müssen wir uns klar darüber werden, was der Zweck eines europäischen und internationalen Asyl- und Schutzsystems ist. Es kann eben nicht akzeptiert werden, das war das Problem der Flüchtlingskrise, dass Menschen sich einen Staat aussuchen, in dem sie am liebsten leben möchten, sondern es geht darum, dass sie einen sicheren Staat, einen sicheren Aufnahmestaat finden. Deswegen ist es durchaus richtig und auch vertretbar, davon zu sprechen, dass viele Flüchtlinge, gerade in Bürgerkriegssituationen, erst einmal in der unmittelbaren Nachbarschaft Hilfe bekommen sollten und wir als Europäer auch dabei helfen, wenn es eben Länder außerhalb von Europas wie Syrien geht, weil es in der Regel natürlich auch keine Rechtfertigung gibt, multiple Grenzen zu überschreiten, aber auch weil gerade Bürgerkriegsflüchtlinge es für sie näher liegt, in einem geografisch benachbarten, damit auch sprachlich und kulturell, im Staat mit sprachlich-kultureller höherer Affinität zu bleiben, und auch, das ist für mich noch ein wichtiger Punkt, die internationale Gemeinschaft kein Interesse daran haben kann, dass aus Bürgerkriegssituationen heraus mittelfristig politische oder ethnische Säuberungen werden, indem Rückkehrwillige oder der Rückkehrwille der Geflohenen schon durch den geografischen Abstand reduziert wird. Das kann ja durchaus im Interesse eines Regimes liegen und liegt teilweise leider auch im Interesse eines solchen Regimes. Aber auch innerhalb der Europäischen Union darf man sich natürlich ein Land nicht unbedingt frei aussuchen. Ich komme gleich nochmal zum europäischen Asylsystem, sondern auch da muss es Regeln geben. Die Steuerungsebenen, hier der Punkt zweitens. Damit sind wir bei der Frage, wer entscheidet was, während das Thema Fachkräftezuwanderung in der Tat primär nationale Gesetzgebung ist. Deshalb konnten wir dieses Gesetz sehr umfassend auch selbst gestalten. Ist es beim Asylrecht anders? Da gibt es völkerrechtliche Grundsätze und europäische Regelungen, gerade für Bürgerkriegsflüchtlinge. Und der Europäischen Union ist es auch sehr wichtig, dass das, was völkerrechtlich geregelt wird, auch nochmal europäisch nachvollzogen, oft ein wenig auch noch verstärkt wird. Und soweit das der europäische Gesetzgeber nicht tut, tut das schon die europäische Rechtsprechung, zum Teil auch nicht der EU, sondern des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes, wo ja auch die Schweiz sozusagen Erfahrung mitgemacht hat. Wir brauchen aber natürlich ein funktionsfähiges gemeinsames europäisches Asylsystem. Das haben wir dem Namen nach, EAS. Aber hat es auch den Namen gemeinsam und europäisch zurzeit verdient? Ich bin da nicht mehr so sicher. Das aktuelle Dublin-Zuständigkeitsregime, Sie kennen das, Asylantrag im Staat, wo ich Europa erreiche, muss ich stellen, funktioniert offenbar nicht so recht, aber wir brauchen ein System, entweder das oder ein anderes, sonst gefährden wir auch Schengen, die offenen oder kontrollfreien Grenzen in Europa.
Und da haben wir vielleicht gerade eine Pandemie gesehen, dass, was wir an diesem System auch haben. Und dass wir es vielleicht eine Pandemie mal einige Wochen, wenige Monate einbüßen können, aber hoffentlich nicht dauerhaft. Deutschland ist seit 7 Jahren der Mitgliedstaat mit den meisten Asylanträgen in der EU. Und davor war es, glaube ich, auch in fast allen Jahren so. Das gilt übrigens auch in der Regel pro Kopf. Selbst Griechenland und Italien hatten in wenigen Jahren, ich glaube, Griechenland ein- oder zweimal mehr pro Kopf als wir. Also unsere Quote liegt in Europa bei 30%. In der Asylkrise 2016 waren es etwa 60%. Das zeigt also, auf dem Papier steht Deutschland ja super da als Binnenstaat. Da kann man sagen, da kann man ja als Migrant, als Flüchtling, als Asylsuchender gar nicht hin. Das ist aber reine Theorie. Tatsächlich funktioniert eben Dublin nicht. Wir haben zwar auch die Dublin-Überstellungsverfahren optimiert, soweit wir überhaupt dann Daten haben und Leute sich überhaupt angemeldet haben. Ich will mal ein paar Zahlen nochmal nennen. 2018 184.000 gestellte Asylanträge, also deutlich weniger als in den vor einigen Jahren noch. 9.200 Dublin-Überstellungen sind gelungen, also 5%. Jetzt ziehen wir mal die ab, wo wir von anderen Staaten auch zu Recht Dublin-Überstellungen bekommen, wegen Familiennachzug und ähnlichem, oder Familienzusammenführung. Dann bleibt eine Netto-Erleichterung von Deutschland bei 1% in einem System, was angeblich Deutschland komplett freistellen sollte und deshalb auch da kritisiert worden ist. Also nur theoretisch machen wir uns einen starken Fuß, faktisch sind wir eigentlich stärker belastet. Denn niemand geht ja davon aus, dass die Mehrheit der Flüchtlinge oder der Asylbewerber, die nach Deutschland kommt, auf dem Luftwege gekommen sind, da kommen auch ein paar, oder über die Nordsee ihren Weg gefunden haben, sondern sie haben erst mehrere europäische Binnengrenzen überschritten. Also die Dublin-Realität hat mit Migrationssteuerung nichts zu tun, sie hat mit Ordnung nichts zu tun, sie ist ein Pull-Faktor. Die Lösung ist unseres Erachtens aber dezidiert nicht eine Renationalisierung der Flüchtlingspolitik, denn das wäre eben das Ende wahrscheinlich von Schengen, jedenfalls über kurz oder lang. Sondern wir brauchen einen Neustart der europäischen Asylpolitik. Das haben wir versucht mit begrenztem Erfolg während unserer Ratspräsidentschaft. Und es gibt dazu zwei Grundvoraussetzungen. Auf die kann man sich vielleicht so gerade noch im Abstrakten einigen in Europa bislang. Es gibt gewisse Fortschritte dort, aber die Portugiesen haben noch eine schwierige Aufgabe und wahrscheinlich die nächste Ratspräsidentschaft auch vor sich. Wir verringern die Zahl der insgesamt in der EU kommenden Menschen natürlich auch durch einen Außengrenzschutz, der aber auch nicht, ich sage auch gleich was dazu, auch bestimmte Kriterien erfüllen muss. Und wir verringern die Zahl der innerhalb von Europa weiterziehenden Menschen, also Stichwort Sekundärmigration. Dieser Neustart impliziert und eigentlich ein Flaggschiff ist eine Vorprüfung an der EU-Außengrenze. Das heißt, nur für Antragsteller, die danach voraussichtlich schutzbedürftig sind. Das muss also den Mut muss man haben, eine solide, aber eben natürlich nicht bis in mehrere Instanzen hineingehende Prüfung dort vorzunehmen. Nur so kann man, glaube ich, auch die Staaten an den Außengrenzen gewinnen. Allerdings, wenn man nichts macht, sind sie eigentlich zumindest theoretisch dann noch stärker belastet. Das ist ja auch ihre Sorge. Und es muss dann bei denen, wo es eine voraussichtliche Schutzbedürftigkeit gibt, eine faire Verteilung nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft geben. Da ist auch Deutschland bereits über einen Anteil zu sprechen, der auch über unseren Bevölkerungsanteil hinausgeht. Es ist eben wichtig, wenn ich Länder, was in Osteuropa ein Riesenproblem natürlich ist, deshalb sehe ich auch noch nicht, dass wir es schon schnell schaffen werden, aber das muss das Ziel sein, diese erreichen will, die Bereitschaft haben will zu einer quotierten Aufnahme, dann werden viele natürlich fragen, ja, wenn einem Land zuruft, du kriegst 3% von was? Also da muss der Außengrenzenschutz eben auch funktionieren und es darf nicht jeder, der dann den Anspruch erhebt, sondern eben eine Vorprüfung durchlaufen hat, in diese Verteilung kommen. Aber dann ist der Lackmustest eben auch, ich muss dann auch bereit sein, vielleicht einen Mitgliedstaat zugewiesen zu bekommen und dorthin zu gehen, den ich mir jetzt nicht als erstes gewünscht hätte. Denn ich finde, wir müssen auch in der moralischen Betrachtung, wir haben in Deutschland auch viel bei den Grünen so viel Gegenwind bei der Frage, sagen, na, ist das denn zumutbar, dass wir dann die Länder zuweisen? Naja, ich finde, auch da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Der Weg nach Europa, und deshalb muss man die Vorprüfung auch ernst nehmen, also dass ich nach Europa hineinkomme, das kann eine grundlegende Frage der Humanität, ja, Leben und Tod vielleicht im schlimmsten Falle sein. Wo in Europa dann das Verfahren durchgeführt wird, das ist in einer Europäischen Union, die auch Rechtsgemeinschaft ist, eine Frage administrativer Zuständigkeit. Das mag für manche nach Fiktion klingen, weil zwischen Griechenland und Deutschland die Verhältnisse unterschiedlich sind, ja, aber das ist das Handlungsprinzip der Europäischen Union. Wer das anzweifelt, ist eigentlich kritisch, was EU anbelangt. Und ich sage Ihnen, wenn es nur eine Frage administrativer Zuständigkeit ist, das war nicht unbedingt die Glanz- oder die Vorlesung, die am meisten begeistert hat in meinem Jurastudium, die meisten Kommilitonen. Also
es ist nicht eine Frage von Leben und Tod, eine Frage der Zuständigkeit. Deshalb, dritter Punkt, Steuerungsinstrumente. Ich habe eben darauf hingewiesen, klassische nationale Gesetzgebung, ja, das gibt es, aber für Fachkräfte. Im Bereich Flüchtlingsmigration müsste man teilweise schon völkerrechtliche Dokumente verändern. Wie einfach oder schwer das ist, das brauche ich, glaube ich, hier nicht auszuführen. Also bleibt als Handlungsinstrument, Steuerungsinstrument, vor allem die Rechtsdurchsetzung. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass es da vor allem darum geht, auch beide Seiten des Asylrechts, Integration von denen, die zu uns gekommen sind und auch länger oder auf immer hier bleiben, aber eben auch Rückkehr von denen, die abgelehnt sind, auch nach gerichtlicher Prüfung ja in vielen Fällen. Das heißt, Förderung der freiwilligen Rückkehr, nötigenfalls auch zwangsweise Durchsetzung von Abschiebung. Da geht es um Identifizierungsvollstreckungsmaßnahmen. Und ich glaube, das muss man beides hinbekommen. Sowohl die Integration, könnte ich lange überreden, also auch die Frage von Rückkehr und notfalls Abschiebung. In beiden Bereichen muss ich, glaube ich, auch den Rechtsstaat hochhalten. Ich finde, bei der Test für ein Bekenntnis zum Rechtsstaat ist, akzeptiere ich eine Entscheidung auch, wenn sie rechtsförmlich verbindlich erfolgt ist, wenn ich sie für falsch halte. Und da haben wir auch in Deutschland sicherlich spannende Diskussionen gehabt und werden sie auch noch haben. Und drittes Steuerungsinstrument, Grenzen. Auch das mit hoher moralischer Fracht. Grenzen haben dabei sowohl einen normativen als auch einen Charakter der Rechtsdurchsetzung. Wir haben alle in Deutschland noch die Worte im Ohr bis hin zur Bundeskanzlerin, Grenzen sind nicht zu schützen, sinngemäß. Das hat für viel Unruhe gesorgt. Das habe ich auch in meinem Wahlkreis so wahrgenommen, muss man auch sehr ernst nehmen. Und ich fand es auch in der Zuspitzung jedenfalls unglücklich. Das will ich auch dazu sagen. Denn hier geht es ja um nicht weniger als eigentlich meinen Gesellschaftsvertrag, der dem modernen Staat zumindest ideal zugrunde liegt. Der Mensch unterwirft sich dem Gewaltmonopol auch der Steuerhoheit eines Staates. Und dafür schützt er ihn, insbesondere nach innen und außen. Und Kernelement des Schutzes nach außen ist natürlich auch der Schutz durch Grenzen. Der Verlust der Kontrolle über die staatlichen Grenzen wurde deshalb eben auch als allgemeinen Kontrollverlust beklagt. Da sind viele Zuspitzungen passiert, die ich nicht teile, aber man muss auch diese Kritik, die ich finde, sehr ernst nehmen. Und dabei muss Kontrolle eben heute nicht mehr heißen, Kontrolle in nationalen Grenzen, sondern eine europäische Errungenschaft ist eben die Kollektivierung auch von Grenzkontrollen an die europäischen Außengrenzen. Bisher leider mehr Theorie als Praxis in einigen Bereichen, denn wir wissen alle, die Grenzsicherung ist so gut wie an der schwächsten Stelle. Wir brauchen mehr Personal für Frontex als europäische Grenzagentur, aber ich finde auch mehr Befugnisse. Das fällt auch deutschen Innenministern manchmal auf Länderebene etwas schwer. Ich finde, es sollte uns leichter fallen, wenn wir damit wissen, dass wir gerade die schwächsten Glieder der Schutzkette etwas stärken. Für die Zwischenzeit brauchen wir, und das ist inzwischen europäisch auch akzeptiert, war lange schwierig, intermediäre Maßnahmen, wenn wir Schengen auch so lange, bis wir das erreicht haben, erhalten wollen. Das heißt, in Deutschland nennen wir das Schleierfahndung, Maßnahmen eben zur Feststellung von Straftätern, auch von illegaler Migration im Umfeld der Binnengrenzen. Also möglichst wenig stationäre Grenzkontrollen, möglichst viel, aber im Umfeld von Grenzen auch Streifen zu fahren, sage ich mal. Nicht angängig, finde ich, ist eine moralische Diskreditierung des Konzepts von Grenzen, wie das eben oft im Kontext der Flüchtlingspolitik geschieht. Denn Grenzen sind eine wirksame oder vielleicht mit die wirksamste Sicherheits- und Befriedungsinstrumente unserer Zeit. Und das kann man gerade auch im Kontext von Flüchtlingspolitik sehen, denn auch Flüchtlinge fliehen ja nicht nur über eine Grenze, die sie dann dazu natürlich erstmal überwinden müssen, sondern Flüchtlinge fliehen zugleich auch bewusst hinter eine Grenze, die ihnen die ersehnte Sicherheit vor Verfolgung gibt, die sie ja gerade im Heimatland vor der Grenze nicht bekommen haben. Also es wäre, glaube ich, auch im Sinne von den Betroffenen, Flüchtlingen, Schutzsuchenden, glaube ich, keine gute Idee, das Konzept der Grenzen zu verdammen. Vierter kurzer Punkt, Integrationsvorgaben ist das, was eben nach der Einreise, nach der Asylwahl im engeren Sinne wichtig ist. Auch dass hier ein Steuerungselement und ein Steuerungsanspruch besteht. Integration ist in Deutschland seit vielen Jahren in aller Munde, nicht erst seit der Flüchtlingskrise. Sie heißt erstmal, wenn man da mal die lexikalische Definition nimmt, die Eingliederung neu hinzugekommener Menschen in eine bestehende, vorgefundene Kultur. Das klingt noch ziemlich banal, aber weist schon mal darauf hin, dass die Erstvoraussetzung des Gelingens von Integration ist, dass wir wissen, uns darüber Rechenschaft ablegen müssen, dass uns eine Kultur prägt, was unsere Kultur in etwa ist, durch welche Werte sie sich speist, welche Verhaltensweisen sie ausmacht, welchen Lebensstil sie hervorgebracht hat, hervorbringt. Und ich meine, ohne eine gewisse kulturelle Selbstvergewisserung muss Integration scheitern, weil wir dann gar nicht angeben können, was wir konkret
mit Integration meinen und was wir genau von Zuwanderern erwarten. Ich glaube, Sie haben auch einen Anspruch darauf, mit dieser Erwartungshaltung auch etwas genauer konfrontiert zu werden. Und hier kommt eben der sicherlich etwas kontroverse Begriff der Leitkultur ins Spiel. Der Begriff, das sage ich mal dazu, der muss aus meiner Sicht gar nicht kontrovers oder polarisierend sein, wenn man ihn, glaube ich, vernünftig noch inklusiv versteht. Und das, den Versuch würde ich gerne machen. Ich würde eben nicht wie andere es inzwischen tun, schamhaft auf ihn verzichten, sondern ihn erklären wollen und auch seinen Nutzen und seinen Zweck auch etwas näher darzulegen. Also es ist oft, wird oft emotional abgelehnt, das wissen Sie. Daher hilfreich vielleicht am Anfang mal einen Augenblick zu überlegen, was heißt denn oder hieße es denn auf kulturelle Prägungen, auf eine sozusagen verbindende Elemente, einen leitenden Kulturgriff, wenn wir das sozusagen ablehnen, wenn wir darauf verzichten. Gegenkonzept wäre aus meiner Sicht ein unverbundenes Nebeneinander verschiedenster Kulturen. Also einerseits die jeweils in der Region gewachsenen Kulturen, in ganz Europa gewachsenen Kultur und auf der anderen Seite verschiedenste Kulturen unterschiedlicher Zuwanderergruppen oder auch solche, die sich vielleicht autonom noch im Land bilden. Das kennen wir etwas so als den Begriff von bunte Multikulti-Gesellschaft. Das ist einerseits ein interessanter Begriff. Ich finde, er wird oft ein wenig verklärt. Ich bin nicht generell jetzt gegen den, aber ich kann mit ihm auch jetzt nicht so viel als Wegweisung anfangen. Natürlich stellt, das will ich betonen, die Vielfalt einer Zuwanderungsgesellschaft, einer Gesellschaft mit vielen Zuwanderern, der Begriff ist mir da ziemlich egal, erstmal auch eine Bereicherung dar. Und das wäre töricht, das zu verkennen und auch dumm für eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Aber ich glaube, die Bereicherung haben wir wohl nur dann, jedenfalls dann am ehesten, wenn sie sich einem bestimmten Rahmen abspielt, eine bestimmte Mindestkohärenz folgt und dabei bestimmte Regeln einhält. Ohne diesen Rahmen bilden sich doch früher oder später Parallelgesellschaften, also ein Nebeneinander von Kulturen und schlimmstenfalls ein Gegeneinander von Kulturen. Wenn ich es etwas bildhaft sagen kann, da gibt es eben auch verschiedene Erfahrungswelten. Es ist eben eine Sache, mit einem Glas Rotwein in der Hand in Berlin auf einer Dachterrasse zu stehen und mit dem Blick in die untergehende Abendsonne über die Vorzüge einer multikulturellen Gesellschaft zu philosophieren. Oder vielleicht als Bürger von Berlin-Neukölln oder Duisburg-Marxloh im Rheinland bei uns Tag für Tag auch mit dem Scheitern von Integration und zum Teil aggressiven Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen konfrontiert zu sein. Und es ist im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts, deshalb, ich finde, nichts Unanständiges für den in unserem Land oder unseren Ländern gewachsenen Kulturen auch einzutreten. Und kulturelle Prägung, das will ich schon noch ergänzen, heißt im Übrigen natürlich nicht zuletzt Prägung durch eine bestimmte auch politische Kultur. Deshalb halte ich es zumindest für legitim, wenn der britische Migrationsforscher Paul Collier, ich habe ihn am Anfang zitiert, im Kontext von Zuwanderung die Frage stellt, warum eigentlich insbesondere Flüchtlinge, aber zum Teil auch Arbeitsmigranten in größerer Zahl nach Westeuropa kommen. Und seine Antwort ist, ich will nicht sagen, dass die einzig mögliche ist, sicherlich nicht, weil die politischen Werte, so zitiere ich ihn, und Regeln in ihren Heimatländern zu Stabilität oder großen wirtschaftlichen Erfolgen geführt haben. So in den Worten von Collier und weiter. Migranten entfliehen im Wesentlichen Ländern mit gescheiterten Sozialmodellen. Das ist vielleicht eine harte Äußerung. Ich will auch nicht sagen, dass das immer stimmt, aber glaube ich, eine, die man zumindest mit einbeziehen muss in eine wertende Betrachtung. Und deshalb ist zumindest die unkritische Absorption aller Werte aus Herkunftsgesellschaften, glaube ich, keine gute Lösung für die Fortentwicklung einer Gesellschaft. Natürlich ist ein Verzicht nicht auf Kultur, aber auf einem europäischen, nationalen, regionalen, kulturellen Identität und Prägung denkbar, von manchen vielleicht sogar erwünscht. Ich glaube, es würde aber letztlich die meisten Menschen überfordern, vielleicht gerade die, die zu uns kommen. Menschen werden natürlich durch Erziehung, Familie, durch den Ort, an dem sie aufgewachsen sind, kulturell geprägt. Und diese Prägung ist auch Teil einer Identität. Sie ist durch diese Faktoren aber nicht vollständig determiniert und sie ist durch individuellen Entschluss wandelbar, aber es ist trotzdem eine reale Prägung. Und Menschen haben ein Bedürfnis nach einer Identität, nach einer Heimat, die sowohl geografisch wie auch kulturell verstanden werden kann und muss. Und hat eine Gesellschaft als Ganzes nicht den Anspruch, diese Identität und die mit ihr verbundenen kulturellen Verhaltensweisen zumindest mitzuprägen, so schafft sie aus meiner Sicht ein nicht ganz ungefährliches Vakuum, in das andere Identitätsstifter umso ambitionierter hineinstoßen können. Dann werden ethnische, soziale, religiöse und politische Teilzuordnungen für viele eben noch bestimmender. Es geht also im Kern darum, in der Praxis jedenfalls, eine Abwägung, ob eine kulturelle Prägung das Gemeinsame und das Verbindende betont oder zum Instrument einer gesellschaftlichen Spaltung wird.
Auch dies treibt eine Gesellschaft, eine Nation, ja auch Europa, oder kann es weiter auseinandertreiben. Weder Deutschland noch die Schweiz sind bekanntlich geschichtslose Siedlungsräume. Vielmehr sind es gewachsene und natürlich wichtig, auch weiter wachsende und sich entwickelnde Kulturräume mit einem spezifischen Profil, keinem statischen Profil, um die Frage gleich mal vorwegzunehmen. Natürlich Stabilität nicht im Sinne von Entwicklungslosigkeit und einer Versteinerung sozusagen einer Kultur. Das wäre ja ein besonders, würde, glaube ich, keinem gängigen Kulturbegriff entsprechen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist dafür ist essentiell, wenn es um den Zusammenhalt unserer Gesellschaften, wenn es am Zusammenhalt unserer Gesellschaften gelegen ist. Wenn wir uns jetzt dieses europäische Element anschauen, man kann die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Prägung? Ist das europäisch? Welcher Bezug ist da? Welcher räumliche Bezug? Ich meine, das sind in der Tat Thesen, die man, ich würde sagen, ich habe nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Exaktheit hier, aber ich kann sozusagen auch politische Eindrücke auch aus meiner politischen und sonstigen Arbeit einfließen lassen. Wenn es um das geht, was unsere Lebensweise bestimmt, unsere Werte und Regeln im Umgang miteinander prägt, dann gibt es natürlich innerhalb des west- und mitteleuropäischen Raums mehr Verbindendes als Trennendes zwischen den einzelnen Staaten. Natürlich gibt es Spezifika in jedem Land, aber auch unterdessen in Regionen. Aber gerade weil es in Region ist, würde ich auch davor abraten, das alles nur auf nationaler Ebene zu betrachten. Nicht zuletzt aufgrund der vielfach verwobenen europäischen Geschichte ist es meiner Sicht sinnvoller, auf unserem Kontinent von einer europäischen als von nur nationalen Leitkulturen oder Kulturen zu sprechen. Die einseitige und mit dem Exklusivitätsanspruch daherkommende Fokussierung der politischen Identität auf den Nationalstaat, das ist ja erstens eine relativ junge Erscheinung. So ein bisschen haben Sie ja schon gesagt, historisch habe ich mal so ein bisschen dilettiert. Ich würde mich nicht als Historiker sehen, aber wenn man sich auf die Entwicklung Europas ein wenig einlässt, dann ist das eher ein Thema des 19. und 20. Jahrhunderts mit manchen älteren Wurzeln, ja, aber eigentlich dieser Zeit. Und wenn ich das wertend sagen darf, sie ist angesichts von aggressiven Ressentiments, die in dieser Zeit entstanden sind, blutigen Kriegen, gab es auch vorher schon, aber dann nochmal in anderer Dimension und anders aufgeladen, wie ich finde, eine verhängnisvolle Fehlentwicklung Europas, nicht nur in Europa, der wir eher entgegenwirken sollten. Also nochmal, ich will nicht leugnen, da Nation, Nationalstaat, das sind wichtige Identifikationsobjekte, nicht nur im Fußball, auch in anderen Bereichen. Nationalsprache, literarische, kulturelle Erbe und so weiter, das ist klar, das ist Deutsch, Französisch, Italienisch, Schweizerisch, in der Schweiz auch nochmal vielleicht sprachlich ausdifferenziert. Aber wenn Menschen heute gefragt werden, jetzt wechsle ich den Begriff etwas, muss ich zugeben, aber es ist schon ein eng verwandter Begriff von einer, den wir im Haus jetzt besonders pflegen, Heimat, Teil des unseres Ministeriumsnamens, mit welcher geografischen Größe sie sich identifizieren und wo sie kulturell oder politisch ihre Heimat sehen, dann gibt es ganz interessante Ergebnisse. Es gab 2018 hier eine Umfrage. Nur 7% dachten an Deutschland als Nation, 33% an ihren Wohnort, 22% ihren Geburtsort oder Region, wo sie aufgewachsen sind, 17% ohne weitere Erläuterung bestimmte andere Regionen oder überhaupt eine Region in Deutschland, Eifel, Westfalen, Niederbayern und so weiter. Und übrigens fühlten sich ohne nennenswerte Unterschiede in allen Generationen, allen politischen Orientierungen, 80% der Befragten ihrer Heimat sehr stark oder stark verbunden. So viel auch zu einer subnationalen oder regionalen Prägung. Aber neben dieser subnationalen Identifikationsebene gibt es eben auch die supranationale. Das ist zum einen die eben schon aufgeführte oder angeführte gemeineuropäische Kultur- und Wertetradition. Da will ich gleich noch versuchen, ein paar Stichworte dazu zu sagen, wenn ich das noch schaffe. Aber auch regionale Identitäten überschreiten nicht selten nationale Grenzen. Also ich könnte es jetzt ausführen in meinem Beispiel. Ich wohne nahe der holländischen Grenze. Da bin ich Niederrheiner, Mönchengladbacher, Niederrheiner, Rheinländer vielleicht, NRW-Bürger. Aber ich fühle mich auch sehr verbunden mit der Region, die jenseits der Grenze liegt. Der niederländischen Provinz Limburg ist mir oft näher als vielleicht manche Teile von Ostdeutschland, sage ich mal. Heimat als Raum kultureller Prägung ist daher zumindest in der Mitte Europas weniger an den Grenzen der Nationalstaaten abzulesen, sondern ist als Modell konzentrischer Kreise, lokal bis europäisch, aber auch von sich zwischen Nationen überschneidender Kreise zu verstehen. Und vielleicht ist gerade das Bewusstsein und die Pflege der regionalen, lokalen Besonderheiten wiederum etwas, was Europa schon ausmacht. Da wären wir vielleicht schon bei einem Element, was dann wiederum europäische kulturelle Prägung ausmacht. Und es mag sein, dass der paneuropäische kulturelle Bezug auch politisch verstärkt wird. Wir haben bei der Europäischen Union gesehen, dass es jetzt einen Kommissar für European Way of Life gibt. Ich weiß nicht, ob es den zwingend als Funktion braucht, aber die Idee, dem American Way of Life, mal unserem Way of Life entgegenzustehen und dabei auch die Frage stellen, was ist der eigentlich, finde ich jedenfalls gut, vielleicht sogar überfällig. Leitkultur nicht statisch, sondern
entwicklungsoffen. Wenn wir hierbei auf europäischer Betrachtungsebene den Begriff der Leitkultur verwenden, ist diese Feststellung wichtig, nicht statisch, nicht abgeschlossen. Der Kulturbegriff an sich setzt ja schon Offenheit, Entwicklungsfähigkeit, Neugierde voraus. Aus diesem Grunde selbstverständlich, dass auch Zuwanderer unsere Kultur beeinflussen. Sollen sie aus meiner Sicht aus. Das tun sie keineswegs nur folkloristisch oder kulinarisch, sondern in sehr vieler Hinsicht. Und die Erfahrung jedenfalls in Westeuropa zeigt, dass einheimische Bevölkerung diese Neugierde und Offenheit grundsätzlich, es gibt Ausnahmen, gegenüber dem und den Neuen immer wieder gezeigt hat. Entscheidend ist aber, dass es sich bei der Bereicherung einer Kultur durch das, was Zuwanderer mitbringen, nochmal von Fällen einer militärischen, politischen Eroberung mal abgesehen, eben nicht um disruptive Prozesse, sondern um evolutive Prozesse handelt. Und damit verbunden auch die Steuerung dieser Prozesse, auch ein Aussortieren, dass bestimmte Dinge eben nicht übernommen werden oder vielleicht sogar sehr klar durch teilweise juristische Dinge begrenzt werden. Also das würde heute etwa Gesellschafts- und Familienbilder treffen, die zum Beispiel Gleichberechtigung der Geschlechter, Gewaltfreiheit im Umgang miteinander ablehnen. Das würden wir inzwischen auch ablehnen, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass das in Europa gang und gäbe ist. Vielleicht gerade, weil man es sich erst erkämpfen musste in Europa, will man sozusagen es auch dann nicht von außen zurückbekommen. Kurzes Stichwort noch, Leitkultur und Rechtsordnung. Mitunter wird gesagt, naja, Leitkultur ist ja ganz nett, aber die haben wir ja schon, das ist die Rechtsordnung. Das verkennt, glaube ich, den Unterschied zwischen Kultur und Recht. Leitkultur soll nicht mehr als Anleitung und Orientierung geben, Rechtsnormen gelten verbindlich. Und eine, sag ich mal, Staatsgesellschaft, die diese Trennung von Staat und Gesellschaft nicht akzeptiert, wo sozusagen alles, was Common sein sollte, auch zugleich Rechtsnorm ist, das wäre, glaube ich, eine sehr traurige Gesellschaft. In der Pandemie erleben wir es so ein bisschen, dass wir sagen, da müssen wir alles rechtlich verbindlich machen, was vielleicht eigentlich nur eine Frage der Vernunft ist, Abstand halten und Ähnliches. Das kann man in so einer Krisenzeit akzeptieren, aber nicht als generelles Grundprinzip. Das wird jetzt ein bisschen rechtsphilosophisch, aber ich will da nicht zu lange abschweichen, als Grundprinzip einer Rechtsordnung. In Deutschland wird dann nicht teilweise gesagt, naja, nicht die Rechtsordnung als Ganzes, unser Grundgesetz. Auch nett, unser Grundgesetz hat uns wieder zu Verfassungs- oder zu Patrioten gemacht, auf dem Weg von Verfassungspatrioten, Sie kennen das Wort von Dolf Sternberger, hat eine wichtige integrative Funktion, aber auch das Grundgesetz bleibt Normtext. Es enthält viele Rechte, aber auch Pflichten gehören in einer Prägung von Leitkultur dazu. Also wie verhalte ich mich? Das ist mehr als eine Rechtssammlung oder Ansammlung von Grundrechten. Auch Rechts- und Selbstverfassungstexte können daher nicht an die Stelle einer kulturellen Verständigung und kultureller Werte treten, obwohl natürlich auch eine Rechtsordnung ihrerseits Produkt einer Kultur ist. Jetzt würde ich zum letzten Punkt, auch wenn ich die Zeit ein bisschen überschritten habe, sehe ich gerade, aber weil man natürlich die Frage stellen kann, jetzt hat der Krings so ganz nett besprochen, was er sich so vorstellt, aber gibt es das denn eigentlich eine europäische Leitkultur? Und das ist jetzt der vielleicht gefährlichste Teil, weil natürlich kann man zu all diesen 7 Punkten, die ich ja mal aufgelistet habe, sagen, so ganz stimmt das aber nicht oder diese Region. Aber man muss sich dem, glaube ich, typisierend mal annähern. Man kann es nicht streng scholastisch definieren, aber typisieren, sagen, was ist denn typisch für Europa? Und man wird zu all diesen 7 Punkten, man kann auch mehr noch finden wahrscheinlich, sagen, bei uns gilt das aber nicht so, in der Region gilt das aber nicht ganz so. Deshalb ist das ein gewagtes Unterfangen. Das habe ich auch bisher selbst bei den Verfechtern von Leitkultur noch selten gelesen. Aber ich will es trotzdem mal versuchen. Das ist vielleicht auch etwas, was man stärker diskursiv nochmal sich anschauen muss. Man kann auch nochmal überlegen, gilt das für ganz Europa? Das will ich auch nur streifen, diese Diskussion. Denn wir kennen das von Samuel Huntington, der unterscheidet sehr stark zwischen der lateinischen Christenheit und Osteuropa, wo die Orthodoxen sozusagen dann auf der anderen Seite stehen. Man kann sagen, manches ist vielleicht das Erbe des Karolingerreichs, da gehört Schweiz, Deutschland, Benelux und Frankreich dazu, aber vielleicht oder Norditalien, aber andere eben nicht. Also da kann man den Grenze oder die Differenzierung Nordeuropa im weitesten Sinne bis Schweiz noch. Die Frugalen haben wir jetzt gelernt, zum Teil in der Frage der Haushaltspolitik und der Club Mediterranee. Also da kann man viele Binnendifferenzierungen finden. Deshalb könnte man jetzt Europa auch durch Mitteleuropa ersetzen. Ich will es jetzt nicht geografisch zu exakt oder scheinexakt machen. Ich glaube aber jedenfalls, dass es verbindende Elemente gibt, die man mindestens in Mitteleuropa, aber weiten Teilen von Europas bringen kann und die uns verbinden und wo es auch Sinn macht, darüber nachzudenken. Nicht im Sinne von Abschottung noch einmal, sondern im Sinne von, was macht uns aus, was wollen wir erhalten, wo wollen wir uns weiterentwickeln. Deshalb vielleicht etwas im Telegram-Stil. Erstens, europäische Gesellschaften sind typischerweise offene und plurale Gesellschaften. Für mich kein Widerspruch zu einer Idee von Leitkultur. Wir versuchen eben unterschiedliche Strömungen aufzunehmen, zu integrieren, ohne eben dann gleich alles einebnen zu wollen. Vielfalt wird weitaus mehr als Bereicherung und Chance, denn als Bedrohung angesehen. Ja, kann man darüber nachdenken, hat das immer die Realität widergespiegelt? Gilt das auch für die Wähler am rechten Rand? Es ist
Okay, das ist aber eine Grundstimmung in der Gesellschaft, glaube ich schon. Und auf der Grundlage dieser Haltung haben sich in den meisten Staaten übrigens auch Methodiken herausgebildet, die diese Vielfalt im politischen Entscheidungsprozess abbildet. Also nicht umsonst ist der Idee der parlamentarischen Demokratie, ich würde fast sagen pandemisch in Europa, das wäre jetzt etwas zu einfach. Klar, wir haben Frankreich mit der Präsidialdemokratie, aber auch dort ein nicht so schwaches Parlament. Wir haben mit Ausnahmen, wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, man findet immer Gegenbeispiele, auch ein Grundtypus des Wahlrechts, der in vielen europäischen, zumindest kontinentaleuropäischen Staaten auch gilt. Zweiter Bereich, Schutz verschiedener Lebensstile von Minderheiten. Das hängt damit zusammen. Diese Akzeptanz von Vielfalt geht eben mit Minderheitenschutz einher und Schutz von verschiedenen Lebensstilen. Damit zusammen hängt aber auch ein über Europa hinausgehender Einsatz für Menschenrechte oder Volksgruppen, die politisch bedrängt sind. Ich mache es, wie gesagt, jetzt ganz kurz. Dritter Punkt, zentrale Stellung des Individuums. Dieser Ansatz hat nicht erst seit der Französischen Revolution, sondern schon in Vorläufen im Mittelalter zur Ausbildung von Grund- und Menschenrechten geführt. Sicherlich eine historische Besonderheit oder Ausprägung Europas. Damit einhergeht einerseits die Wertschätzung der persönlichen Leistung des Einzelnen auch in einem Wirtschaftssystem. Andererseits garantiert die Menschenwürde aber diese Wertschätzung für jeden Menschen auch unabhängig von seinen Leistungen und seiner Leistungsfähigkeit. Also im Gegensatz zu einem reinen Marktwirtschaftssystem, was in Europa sicherlich, Kontinentaleuropa allzumal, eher untypisch wäre. Viertens habe ich mal als Friedfertigkeit überschrieben. Die europäischen Gesellschaften sind friedliche und friedfertige Gesellschaften. Auch hier mag die Erfahrung vieler Kriege, vor allem zweier Weltkriege, prägend geworden sein. Ablesen lässt sich diese Einordnung an den europäischen Kriminalitätsstatistiken, die weltweit verglichen auch mit vielen anderen Regionen eben geringe Fallzahlen aufweisen bei Gewaltkriminalität. Auch der alltägliche Umgang in unserer Gesellschaft mag dann nicht immer freundlich und herzlich sein, aber ist eben doch weitgehend gewaltfrei. Und für Deutschland und viele andere europäische Länder, so bei der Schweiz, müsst ihr mir sagen, ob das vielleicht ein bisschen anders ist, kann man auch beispielsweise das Thema Skepsis gegenüber privatem Waffenbesitz da mit hineinpacken. Ich glaube, in einem Land, wo man sozusagen viele ihre Militärwaffe im Schrank haben, könnte man das anzweifeln, aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese Waffen so stark missbraucht werden und zu illegalem Zweck benutzt werden. Also würde man vielleicht sogar die Schweiz darunter noch subsumieren können. Damit mit der Friedfertigkeit zusammenhängend friedensstiftende Rolle von Religion, auch ein ganz interessanter Punkt, wie ich finde. Denn wir gehen ja fast schon selbstverständlich davon aus, Religionen tragen zum Frieden bei. In vielen anderen Teilen der Welt ist es gerade umgekehrt. Da stacheln Religionen auf. Übrigens nicht nur islamische Religionen, das gilt auch für das Christentum in anderen Teilen der Welt. Und da mag es jetzt auch in Zürich andere historische Erfahrungen geben, wenn ich an die Reformation denke. Aber vielleicht eher, würde man erst eher Genf, glaube ich, als Gegenbeispiel zitieren als Zürich, glaube ich. Aber es ist eben weltweit eben nicht überall so, dass das eine Erwartungshaltung auch gegenüber Religion ist und aber zugleich auch verfassungsrechtliche Rechte durchaus begrenzen können von Religion, wenn sie eben diese Friedfertigkeit nicht akzeptieren, was wiederum für andere Kulturkreise teilweise sogar fast unverständlich ist. Sechster, vorletzter Punkt. Die europäische Kultur basiert neben dem Christentum historisch auf der griechischen Philosophie, der neuzeitlichen Aufklärung sowie den Gedanken auch des römischen Rechts. Einiges andere kommt hinzu. Davon ausgehend spielt der rationale Diskurs, die kritische Reflexion gesellschaftspolitischer Fragestellungen in Europa nach meinem Dafürhalten eine besonders zentrale Rolle, vielleicht anders als in vielen Teilen Asiens und anderen Teilen der Welt. Das ist vielleicht in Deutschland besonders ausgeprägt als dieses grüblerische, alles Hinterfragende. Aber der kritische Umgang mit Zukunftsfragen, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber allem Charismatischen in der Politik, das ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland ein prägender Faktor der europäischen politischen Kultur. Das führt übrigens auch dazu, dass Ideen der Nachhaltigkeit, Langfristverantwortung von Politik in Europa vielleicht oft etwas bessere Chancen haben auf Gehör. Das gilt auch bei Themen wie Klimawandel oder Bewusstsein für die Endlichkeit von Ressourcen. Und wenn ich einen letzten Punkt nennen darf, eine Gleichheitsorientierung. Europa ist deutlich stärker von dem gesellschaftlichen Wunsch und dem staatlichen Versprechen nach Gleichheit geprägt. Ich habe es im Zusammenhang von Menschenwürde auch schon mal gesagt. Ein hohes Einkommen oder Vermögen sollen sich möglichst nicht in einen erhöhten politischen Einfluss zum Beispiel widerspiegeln. Und es ist eben kein Gedanke einer reinen Marktwirtschaft, sondern auch der Unterstützung der Schwachen. Ich will nochmal die Zahlen nennen, die sind nicht ganz aktuell mehr, dann in Größenordnung. Wir haben nur noch 7% der Weltbevölkerung, wenn man die Europäische Union sich anschaut. Und immer noch 25% der Weltwirtschaftsleistung.
beim Wachstum übrigens noch 10%, auch vor der Pandemie. Das zeigt schon, dass perspektivisch das schwindet. Aber wir leisten uns 50% der globalen Sozialausgaben in der Europäischen Union. Und die Schweiz wird da ungefähr im gleichen Range sein. Also der Schutz der Schwächeren basierend auf der Idee von Menschenwürde und Solidarität ist damit, glaube ich, auch ein Kennzeichen, was europäische Kultur ausmacht. So, jetzt möchte ich zum Schluss vielleicht gar kein großes Fazit mehr ziehen, sondern wirklich nur ein paar wenige Bemerkungen machen, weil ich die Zeit ein wenig überschritten habe. Ich glaube, bis Viertel nach sollte ich eigentlich fertig sein. Meine Damen und Herren, die Beschäftigung mit der Kultur und den Werten unseres Europas mag mitunter mühsam sein, mag sich dem Verdacht aussetzen, hier wolle sich ein Kontinent nur auf sich besinnen, im Zweifelsfalle sogar abschotten. In Wahrheit aber finde ich es eben, wäre es zynisch, von denen, die zu uns kommen, Integration zu fordern, aber nicht angeben zu wollen, wohinein sie sich denn integrieren sollen, was diese Gesellschaft ausmacht, immer mit dem Gesichtspunkt der Entwicklungsoffenheit. Leitkultur mag ein schwieriges, in manchen Facetten vielleicht schwer greifbares Konzept sein. Vielleicht finden wir eines Tages auch einen besseren, vielleicht besser akzeptierten Begriff. Allerdings bitte keinen, der dann überhaupt keine Aussagekraft mehr enthält. Also sozusagen diesen Leitgedanken, diesen Orientierungsgedanke, der müsste, glaube ich, darin vorkommen. Also wir sollten nicht schamhaft verbrämen, was wir aussagen wollen, wenn wir es denn wollen. Denn es geht um nichts weniger als jedenfalls um eine Antwort auf die Frage, wie der amerikanische Historiker, ich habe ihn eben zitiert, in einem anderen Werk, glaube ich, Samuel Huntington, in dem Buchtitel, der dann kurz nach dem 11. September erschienen ist, genannt hat, Who are we? Wer sind wir? Eine Gesellschaft ohne nennenswerte Zuwanderung kann vielleicht einen Bogen um diese Frage machen. Eine zumindest statistisch betrachtete Zuwanderungsgesellschaft, wie die unsrigen, kann sich eine Sprachlosigkeit bei dieser Frage, wie ich finde, nicht leisten. Sie muss vielmehr ihre Kultur beschreiben und erklären können und den neuen Zugekommenen eben auch Orientierung geben. Und ich bin überzeugt, dass das mit dem Blick auf die Binnenvielfalt, aber auch das, was uns als Europäer verbindet, gelingen kann. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Das war ein spannender, inhaltsreicher Vortrag. Es scheint mir auch, Sie haben einen spannenden Job, aber der ist nicht ganz einfach, oder? Aber Sie haben es immerhin jetzt schon fast 8 Jahre da ausgehalten. Also so schlimm kann es auch nicht sein. Vielleicht ich frage ein paar Fragen zu Beginn, dann kommen auch Fragen noch aus dem Publikum rein. Vielleicht eine erste Frage. Mir hat es sehr gut gefallen, diese Auswahlkriterien, quasi ein inhaltliches Element einer europäischen Leitkultur. Das ist spannend, das sieht man nicht allzu oft, das ist risikoreich, wie Sie das gesagt haben, aber interessant, oder? Das sind, glaube ich, die Elemente, die Sie genannt haben. Ich glaube, die treffen zu. Nun, Zuwanderung bedeutet ja auch, dass Leute zu uns generell kommen, die andere Meinungen haben als wir, andere Traditionen, oder? Und das führt irgendwie, wenn die Anzahl groß genug ist, zu einem Wechsel der bisherigen Leitkultur. Die wird irgendwie, kommt die unter Druck, oder? Was machen wir jetzt mit Leuten, die nicht diese Werte teilen oder umgekehrt mit den bisherigen, unseren Bürgern, die diese Veränderung der Leitkultur nicht wollen, die quasi am bisherigen festhalten wollen? Wie lösen wir diesen Konflikt? Na gut, dazu hat ja die Demokratie Instrumente. Erstmal auch eine demokratische Gesellschaft, das ist nicht alles sofort auf der Ebene von politischen und damit rechtlich verbindlichen Entscheidungen. Aber ich glaube, wichtig, dass auch erstmal politischen Prozess auch bürgerliche Parteien oder meine Partei, die sowohl liberale, soziale, aber eben auch konservative Wurzeln hat, auch sagt, ja, eine Kultur ist auch veränderbar. Also das ist, glaube ich, auch eine Grundhaltung, die wichtig ist, die vielleicht auch manchmal in manchen Diskussionsbeiträgen in der also nicht von der Spitze der Partei, aber vielleicht auch von der bayerischen Schwesterpartei auch, vielleicht würden sogar mir manche sowas zuschreiben, aber meine Intention war nicht zu sagen, wir wollen Zuwanderung kontrollieren und auch regulieren, um eine Kultur versteinern zu lassen oder eine Gesellschaft versteinern zu lassen. Das kann ja gar nicht unsere Haltung sein, wenn man die Realität anschaut, auch die Bereicherung, die durch Zuwanderung entsteht, aber wir wollen den Prozess steuern. So, und das ist mal eine politisch wichtige Aussage, ohne dass da direkt Gesetze draus gemacht werden müssen. Und ich glaube, das funktioniert vor Ort auch. Also wir haben die besten Integrationserfolge und mit die besten auf Dörfern, in Kleinstädten, wo sich Menschen kümmern können. Da ist nicht die Abschottung und es soll sich hier nichts ändern. Aber es ist eben wichtig, dass es ein evolutiver Prozess ist, dass wir auch im Reden darüber auch deutlich machen, die hinzugekommen können eine Bereicherung sein, aber sie haben sich auch an bestimmte Regeln zu halten und auch möglichst auch schon unterhalb eines Gesetzes. Das ist eine Frage eines lokalen Kommons. Und dann gibt es natürlich harte Grenzen. Also wenn wir zum Beispiel, ich habe das Thema Gewaltausübung genannt, wenn wir die Rolle der Frau nochmal ganz anders betrachten, im Sinne auch von Zwang, das sagt halt, naja, also wir
verbieten, der Tochter meinetwegen eine Berufsausbildung oder Ähnliches aufzunehmen. Da muss notfalls auch der Staat durch starke Maßnahmen ran. Wir haben das Problem beispielsweise in Deutschland in ganz geringem Maße gehabt von Kinderehen. Da gab es Regeln, die waren nicht ganz so streng, war auch nicht nötig. Aber wo die Zahl gestiegen ist, haben wir das verschärft. Die Frage Vollverschleierung, ist ein heißes Thema, ich weiß das. Ich glaube auch, dass wir vielleicht, ich weiß gar nicht, wie Schweiz jetzt der Stand ist, aber manche Diskussionsbeiträge in der Schweiz waren mir da zu weitgehend. Aber wenn ich sozusagen in einem öffentlichen Gebäude hineingehe, glaube ich, muss ich schon, da gibt es sogar in Deutschland, glaube ich, den einen oder anderen Punkt, den man nochmal sich angucken muss, auch eine offene, auch gesichtsmäßige Kommunikation ermöglichen. Ich muss das tun, wenn ich im Staatsdienst bin und Ähnliches. Also da gibt es dann bestimmte Dinge, die dann gesetzlich festgelegt werden müssen. Also eine Essenz der Leitkultur kann dann auch Teil der Rechtsordnung sein, aber es ist eben nicht deckungsgleich an der Stelle. Und dann muss man im Einzelnen die Prozesse aushandeln, demokratisch entscheiden. Und es gibt natürlich nicht nur die einfache Mehrheit des Gesetzes, sondern wir haben bestimmte Dinge, Grundrechtsthemen eben, die auch dann in der Verfassung festgeschrieben sind. Darf ich da etwas Böses nachfragen, oder? Ja, ist klar. Das nicht etwas ein bisschen eine elitäre Sicht der Dinge, oder? Jetzt in der Schweiz, wir haben ja dieses System der direkten Demokratie und alle Parteien, mit kleiner Ausnahme, der Bundesrat, das Parlament, haben die Volksinitiativen für ein Burka-Verbot oder für ein Minarett-Verbot abgelehnt. Und trotzdem wurden beide in den Volksabstimmungen angenommen. Also die Leute wollen offenbar nicht, dass hier Änderungen ihres kulturellen Umfelds erfolgen, die sie nicht schätzen. Und wenn Sie jetzt sagen, das quasi machen wir einfach von der Politik her so, dann stülpen Sie das irgendwie auf die Leute. Ja, das kann man vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann mal ist dann vielleicht explodiert der Kessel. Oder wie sehen Sie das? Also ich sehe das Problem und nochmal, ich bin auch beim Burka-Verbot der Auffassung, dass wir, das ist nicht das zentrale Thema, treffe nicht täglich mit Burka, aber als Beispiel, dass wir an manchen Stellen noch ein bisschen weitergehen können. Also ich bin nicht auf Schweizer Kurs da, aber ich gebe also beispielsweise das Betreten eines öffentlichen Gebäudes in Burka, ist glaube in Deutschland sogar noch möglich in der Regel, das halte ich für ein Problem. Wenn ich einen Waldspaziergang mit der Burka mache, kann ich es natürlich machen oder in irgendeinem Teil der Stadt unterwegs bin. Also das kann man nicht generell verbieten, finde ich auch aus Religionsfreiheitsgründen. Und natürlich sind dieses Konzept der Grundrechte, man kann es als elitäres Konzept bezeichnen, aber das entzieht bestimmte Entscheidungen einer demokratischen Mehrheit. Und das ist erstmal die wichtigste Grenze. Und im Übrigen bin ich schon dafür, dass natürlich auch Volkeswille gehört wird und maßgeblich ist. Aber da bin ich ganz offen, ich bin da großer Fan auch von einer gewissen retardierenden, verlangsamenden Wirkung einer parlamentarischen Demokratie. Wenn es einen starken Willen gibt, wird sie sich auch im Parlament bahnbrechen. Es dauert ein bisschen länger als in der direkten Demokratie. Das ist einer der Gründe, warum ich mache mich jetzt unbeliebt in der Schweiz, bei der direkten Demokratie sehr, sehr skeptisch bin. Also das ist vielleicht nur ein Grenzbereich von dem, was wir jetzt diskutieren, aber wenn ich nochmal bei der Schweiz bleiben darf. Wir haben dieses bilaterale Abkommen bezogen auf Personenfreizügigkeit und das begrenzt sich auf den europäischen Raum. Also wir können sagen, unser europäisches gemeinsames Haus, oder? Jetzt aber mit der Einführung der Personenfreizügigkeit ein sehr großer Zustrom von EU-Bürgern in die Schweiz stattgefunden. Und das hat in der Schweiz eine gewisse Gegenbewegung dann bewirkt, die zum Teil, und da ist auch eine Frage aus dem Publikum, die Schweiz sollte die Personenfreizügigkeit künden. Das ist heute ein oft gehörtes Argument. Wie stellen Sie sich zu dieser Forderung? Oder anders gefragt, sehen Sie auch Probleme mit der totalen Personenfreizügigkeit, wenn ein gewisses Mindestmaß an Zuwanderung überschritten ist, müsste man in der EU sagen, Personenfreizügigkeit ist in Ordnung, aber vielleicht, wenn es, sagen wir, über 10% der Bevölkerung ist, über 20% der Bevölkerung, sollte man irgendwelche Ventile einführen, damit das auch von der Bevölkerung getragen wird? Das ist eine gute Frage, weil es einerseits, ich finde das nachvollziehbar, die Forderung, aber es ist eben eines der Gründungsprinzipien der Europäischen Union, diese Personenfreizügigkeit, aber jedenfalls ist in diesem Sicht eine dargestellt worden und aber seit Jahrzehnten bereits. Wenn man mal ganz in die Geschichte der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zurückgeht, wir hatten auch schon ganz gute Erfolge ohne diesen Prinzip. Deshalb bin ich ja vielleicht nicht ganz so dogmatisch wie die Kollegen im Auswärtigen Amt oder auch manche Kollegen meiner Partei. Wenn es der Preis ist, in Europa zusammenzubleiben, bin ich jetzt nicht jeglicher Überlegung, auch Richtung Großbritannien wäre ich da offener gewesen, abgeneigt, darüber mal zu sprechen. Aber es ist ein ganz heikler und sensibler Punkt. Und ich glaube, dass wir eher andere, das ist jetzt, kann man sagen, es ist jetzt zu spät, aber andere Überlegungen oder Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass wir bei der europäischen Integrationsprozess, Aufnahmeprozess zu schnell waren. Muss man ganz klar sagen, es hat damals mal eine Entscheidungsweichenstellung gegeben, Vertiefung oder
Erweiterung der Europäischen Union. Wir sind, haben beides gleichzeitig versucht. Das konnte so nicht gut funktionieren. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Ich glaube, dass wir innerhalb des europäischen Rechtsregimes mehr machen können, als wir oft tun. Also ich habe in meiner Heimatstadt eine Vielzahl von Menschen, die aus einem bestimmten, oder einem Teil der Stadt, einem bestimmten Ort in Bulgarien kommen. Da finden viele eben keine Arbeit. Ich bin nicht sicher, ob es nicht auch, oder ich bin sogar eher sicher, dass es auch im europäischen Recht Möglichkeiten gibt. Auch man kann auch innerhalb von Europa ausweisen, wenn man den Lebensunterhalt nicht selbst sichern kann. Also es gibt kein Recht darauf, sich innerhalb von Europa das Sozialsystem auszusuchen. Das ist dann mühsamer. Da müssen die Kommunen tätig werden. Das ist, ich mache da keinem einen Vorwurf, aber da könnte man noch einiges machen. Vielleicht muss der Bundesgesetzgeber, also der Nationalgesetzgeber, auch noch ein bisschen mehr helfen bei diesen Punkten. Aber da ist auch selbst nach geltendem europäischen nationalen Recht einiges möglich. Da war mit, auch in den letzten Jahren nochmal Diskussionen, auch mit den Briten, als sie noch dabei waren, gegeben. Also da kann man auch ohne diese relativ große Keule, jetzt Prozentbegrenzung auszupacken, noch etwas tun. Das andere ist schwieriges Thema. Ich will nicht sagen, dass man auch darum vielleicht mal sprechen muss, wenn es wirklich Länder in Europa gibt, die da extrem betroffen sind. Aber man muss erst mal schauen, ob es nicht, wie ich sagte, im sozialrechtlichen Bereich Möglichkeiten gibt, die schonender sind im Kontext des EU-Rechts. Jetzt in Bezug auf die Zuwanderung, die gezielte Zuwanderung, haben es jetzt die Briten hier besser gemacht, oder? Die Briten müssen nicht mehr Europäer reinlassen. Sie können jene, die sie wollen, die sie aussuchen. Und darüber hinaus können sie gezielt Drittstaatenangehörige offenbar nach Großbritannien locken, was wir ja ein Problem haben, oder? Wir haben eine Präferenz der EU-Bürger zuerst und nur, wenn das nicht funktioniert, kann ein Drittstaat, ein Amerikaner, ein Chinese, ein Japaner zu uns kommen. Ist das was, das britische Modell, also gezielt im Ausland Fachkräfte anwerben, besser als das, was wir in Europa haben? Also zunächst mal sehe ich das nicht so, dass wir nicht auch Drittstaaten anwerben können. Es gibt im nationalen Recht, es gab es ja in Deutschland diese Vorrangprüfung. Zum Beispiel hat man gesagt, erstmal muss man gucken, ob der Job von einem Deutschen erledigt werden kann, dann von einem EU-Bürger. Und wir haben es jetzt weitestgehend aufgehoben. Und ich habe bisher nicht gehört, dass ein europäisches Gericht gesagt hat, das dürft ihr so nicht. Also EU-Bürger insofern, ja, aber nicht Drittstaaten, oder? Also aus Amerika doch. Oder so. Also Syrien ist ja auch nicht unbedingt Mitglied der Europäischen Union zum Beispiel. Oder, also nein, also wir haben schon bei der Fachkräftezuwanderung, dass auch jetzt das Ziel ist schon, Perspektive auch Fachkräfte aus afrikanischen Ländern, dass die auch kommen können. Ja, wenn sie Qualifikationen erfüllen. Nicht nur einfach so, sondern Sprachkenntnisse, Qualifikationen. Insofern, glaube ich, geht es schon. Man macht es nur nicht, um die Zahl nicht noch höher werden zu lassen. Das ist, glaube ich, der Grund. Ob es da irgendwo eine europäische Grenze, wäre mir jetzt nicht bewusst. Aber wir haben ja Großbritannien gefragt. Wenn man die Situation sich in den Städten Englands anguckt, also ich habe nicht den Eindruck, dass dort Spannungen weniger existent sind als bei uns. Sie haben viel gemacht mit ihrem Commonwealth. Da hatten sie auch dieses, glaube ich, Selbstbewusstsein, dass sie da eben schon die Türen auch aus politischen Gründen aufgemacht haben. Und sie haben innerhalb von Europa eigentlich vielleicht etwas gemacht, was nachher ihren Frust beim europäischen Freizügigkeitsrecht bestärkt hat. Sie haben nämlich deutlich früher als wir für die Beitrittsländer der 2000er Jahre komplett alle Türen aufgemacht. Also die Polen konnten viele Jahre eher nach England kommen als zu uns. Und das ist sozusagen das Problem, ein bisschen dieser Pendelbewegung. Wenn man erst vielleicht besonders liberal ist, dann sagt, oh, das ist mein Problem. Und da haben wir es in dem Punkt, würde man sagen, Deutschland etwas besser gemacht. Wir waren da sehr zurückhaltend, haben den letzten Tag ausgenutzt, haben halt nicht zu schnell. Manche haben gesagt, es war dumm, weil dann waren die sozusagen qualifiziertesten Osteuropäer längst in England. Ja. Aber es war am Ende, glaube ich, doch für die Akzeptanz des Systems ganz gut, das etwas zu verlangsamen. Insofern weiß ich nicht, ob die Briten es jetzt so viel besser haben. Sie haben so viele Nachteile jetzt auch im Zug der Europäischen Union. Und man muss immer abwarten. Aber was ich jetzt, es geht über das Thema hinaus, aber nur mal beim Europa-Institut darf ich das vielleicht sagen. Das ist auch ein bisschen abweichend von manchem sonst, was Sie auch aus Deutschland hören. Ich glaube, wir müssen das mit dem Brexit insofern viel ernster nehmen, als es ja auch Gründe gab. Es waren nicht alles Idioten, die da, also es waren auch Idioten dabei, die dafür gestimmt haben. Aber es gab ja auch ein paar Argumente. So. Und ich finde, wir sollten es in Europa auch ein bisschen als Weckruf ansehen. Dass offenbar es Argumente, vielleicht manche schlechte, manche bessere gab, dass viele Briten gesagt haben, und auch jetzt sind die Umfragen nicht so eindeutig umgekehrt. Jetzt gibt es eine knappe Mehrheit für bleiben, aber auch nur eine knappe. Also und warum Europa, ist das eigentlich so? Europa, wohin müssen wir besser werden, dass wir sowas nicht mehr erleben? Europa sollte auch etwas flexibler werden. Wäre das Ihre Forderung, oder? Das war nicht, also gar nicht so sehr nur bezogen auf Zuwanderung oder Freizügigkeit, ja. Auch mehr noch auf die Frage Wettbewerbsfähigkeit und diese ganzen Themen. Da ist Europa nicht gut aufgestellt und ich würde warnen vor einer so bräsigen Grundhaltung, wir sind drin, wir sind die Guten und die Briten sind richtig bekloppt, sind rausgegangen. So, das ist mir zu einfach. Wir sollten gucken, was müssen wir besser machen,
damit wir eben attraktiver werden. Also in der Schweiz wird im Moment viel mit Großbritannien verglichen, weil wir haben aufgrund des Personenfreizügigkeitsabkommens die Pflicht, EU-Bürger gleich zu behandeln wie Schweizer Bürger, oder? Und dann Drittstaat, also Leute außerhalb der EU, die können nur kommen, wenn man niemanden findet aus der EU, aus der Schweiz, oder? Und das führt dazu, dass man, oder es gibt Sonderbewilligungen für irgendwelche Fachkräfte oder Führungskräfte. Und das führt dazu, dass wir heute eigentlich ein Problem haben, aus Drittstaaten Fachkräfte in die Schweiz zu holen. Das haben Sie offenbar nicht, oder, in Deutschland? Das wundert mich. Also mit dem gleichen europäischen Rechtsrahmen haben wir, glaube ich, das Problem nicht. Es war bisher eher eine Frage der zahlmäßigen Diskussion, dass wir sagen, wenn wir schon EU-Freizügigkeit haben, dann wollen wir nicht aus beliebigen Drittstaaten auch ohne Kriterien weitere Zuwanderung haben. Aber ich habe bisher nicht gehört, dass wir da rechtlich begrenzt sind, beispielsweise Amerikaner als Fachkräfte kommen zu lassen. Okay. Vielleicht noch eine ganz andere. Mal rechtlich prüfen, ob ich was übersehen habe. Das ändert die ganze Politik, die Sie betreiben. Oder? Nein, ich glaube, dass unsere Fachabteilung da so gut ist, die hätten mich schon darauf hingewiesen. Vielleicht noch eine etwas grundsätzlichere Frage. Die Parameter unserer Asyl- und Migrationspolitik sind doch historisch gesehen, dass jene, die verfolgt werden, die können zu uns kommen, oder? Da haben wir offene Türen, währenddem wir in Bezug auf Arbeitskräfte eine gezielte Politik betreiben. Das ist so etwas die Grundlage. Aber stimmt die heute noch, oder? Die meisten, die da als Flüchtlinge unterwegs sind, wenn ich das richtig sehe, sind nicht primär unterwegs, weil sie an Leib und Leben gefährdet sind, sondern häufig, weil sie ein besseres Leben suchen, oder? Das bessere Leben finden sie hier bei uns. Also müsste man nicht diese Grundlage unserer Asyl- und Migrationspolitik ehrlicherweise anders offenlegen und sagen, es geht darum, dass wir nicht zu viele Arbeitskräfte wollen oder dass wir, oder man sieht die Bilder in der Türkei, man sieht die Bilder im Mittelmeer. Das ist schwer zu verkraften und wir schotten uns ab. Nichts, auch mitunter, weil die am Leib und Leben verfolgt sind, aber häufig eben auch um den Zugang zu einem besseren Leben zu verweigern, oder? Gut, das war ja mein Ansatz, dass wir versuchen müssen, so schwer es ist, strikt zu trennen zwischen humanitärer Aufnahme und Fachkräfte oder Arbeitskräfte. Aber geht das noch heute? Geht das noch? Naja, wir machen jedenfalls den Versuch. Der ist nicht einfach, aber ich sehe keine bessere Alternative, weil wir nicht das Prinzip aufgeben wollen, dass jemand, der verfolgt wird, oder also im Bürgerkrieg entflieht, ist ja eigentlich auch schon mehr als Verfolgung, das ist ja ein anderer Status, auch in Europa Aufnahme finden kann. Allerdings, habe ich auch gesagt, prioritär wäre die Aufnahme in Nachbarländern. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir Länder wie Libanon und Jordanien unterstützen, dass dort Aufnahme erfolgen kann. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt an 0% sagen, können nach Europa kommen. Man kann die Frage, und muss sie vielleicht weiter diskutieren, das ist ein heikles Thema. Ich will das aber nur als Frage formulieren. Ich kann auch keine Haltung formulieren. Ob das System, was wir mit der Genfer Flüchtlingskonvention haben, heute noch passt, natürlich ist historisch anders entstanden. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bezogen wirklich auf politische Verfolgung, nicht im Sinne von, dass Millionen kamen, sondern es waren ganz andere Größenordnungen. Und ja, man kann die Frage stellen, ob wir nicht stärker auch ob das mit einem subjektiven Rechtsanspruch für Millionen, Abermillionen von Menschen noch so funktionieren kann in einer modernen Gesellschaft. Aber das rührt natürlich auch an Grundfesten. Inzwischen haben wir durch Zusatzprotokolle oder durch nationale Verfassungsrecht, hier Ergänzung oder europäisches Recht und durch die Rechtsprechung das alles in subjektive Rechte umgewandelt. Das ist auch ein humanitärer Fortschritt, weil wenn Menschen sollen eigentlich grundsätzlich Rechte zu haben, das Recht, Rechte zu haben, Hannah Arendt. Insofern ist es ein ganz heikles Thema, aber diese Größenordnungen sind natürlich schwer zu bewältigen in einem solchen System subjektiver Rechte, das ist ja klar. Ich will aber eigentlich keine radikalen Auswege da aufzeigen, sondern im Sinne von evolutiven und schrittweisen Lösungen zu sagen, was kann man machen? Wir können erstmal ein attraktives, auch sichtbares System für Fachkräfte und Arbeitskräftezuwanderung bereitstellen. Das ist übrigens nicht mit Paragraphen getan und immer betont, die Paragraphen sind das Geringere. Wir brauchen dann Rekrutierungsbüros über die Botschaften, über unsere Außenhandelskammern in den Ländern der Welt, damit man die Leute mit denen sprechen kann. Das ist die Brücke von Arbeitgeber in Buxtehude zum Arbeitssuchenden in Bangalore oder Ouagadougou auch geschlagen werden kann. Es geht darum, dass Menschen zusammengebracht werden, nicht Paragraphen irgendwo aufgeschrieben werden. Und dann brauchen wir im Asylrecht eben auch klare Grenzen. Es ist eben diese notwendige Janusköpfigkeit, die offene Bereitschaft der Aufnahme für die Schutzbedürftigen, aber auch die Ablehnung anderer. Deshalb die Idee von Vorprüfungen, sodass ein großer Teil, die zu uns kommen, die eben nicht aus humanitären, aus Verfolgungsgründen kommen, eben gar nicht nach Europa hineinkommen.
Und dass wir aber auch Akzeptanz finden, und das ist gar nicht nur eine Frage der Rechtsinstrumente, aber auch eine Frage auch einer gesellschaftlichen Akzeptanz, die abgelehnt werden, müssen das Land wieder verlassen. So kein Spurwechsel, nicht mal gucken, was man noch machen kann, sondern die müssen das Land dann verlassen. Und ich würde so weit gehen, ich habe große Achtung und ich finde, die haben alle gesellschaftliche Wertschätzung verdient, Menschen, die Integrationsmaßnahmen mitarbeiten, die ehrenamtlich oder auch hauptamtlich sich um die Integration verdient machen. Aber jemand, der in einer Ausländerbehörde aus guten Gründen nach einer erfolgten Ablehnung, auch vielleicht von, bei Gerichtsentscheidungen, an einer Abschiebung mitwirkt, der hat auch meinen Respekt verdient. Das ist nichts Unanständiges, sondern das ist Voraussetzung eines funktionierenden und auch einer akzeptierten Asylrechts, finde ich. Ich mag mich erinnern, als, das weiß ich nur vom Hören sagen, in Ungarn die Warschau-Pakt-Truppen einmarschierten. Da kam eine große Flüchtlingsmenge, Hunderttausende, kamen über die Grenze, auch in die Schweiz. Die wurden alle mit offenen Armen empfangen, oder? Als 68, das mag ich mich erinnern, 68 die Sowjetpakt in Tschechoslowakei anmarschiert ist, da kamen Hunderttausende tschechische Bürger über die Grenze, wurden mit offenen Armen empfangen. Heute ist diese Bereitschaft zu helfen nicht mehr so zu spüren. Oder vielleicht muss man es anders formulieren, sie ist schon da, aber man hat eben auch Angst, dass die Kultur, die jetzt kommt, nicht mehr eine europäische Kultur ist, sondern... Ich weiß nicht, ob Islam hier ein Thema ist, oder dass man eben das als anders empfindet und vielleicht auch mit Bedrohung empfindet, mit Nichtkennen empfindet, mit Fremd empfindet. Also die Reaktion der Bevölkerung heute scheint mir anders zu sein als früher, oder? Wo Leute kamen, die irgendwie nahe uns standen, oder? Ja und nein. Also erstmal gibt es in Deutschland jedenfalls, dafür kann ich sprechen, nach wie vor eine hohe Offenheit, auch für humanitäre Migration, auch aus anderen Kulturkreisen. Wir haben zum Beispiel leider als eines der wenigen Länder aus Griechenland jetzt viel übernommen, aus Flüchtlingslagern auf den Inseln, wobei ich immer noch sage, die Hauptverantwortung haben die Griechen dort zu tragen. Lesbos ist keine Mini-Insel, ist doppelt so groß wie die größte deutsche Insel. Man könnte auch dort menschenwürdigere Verhältnisse schaffen. Das ist ein Ärgernis innerhalb der Europäischen Union, das sage ich ganz offen. Und trotzdem, dass wir da einen Teil tun, vielleicht auch ein bisschen den Druck zu erhöhen, hoffe ich jedenfalls, das machen wenige uns nach. Und die Stimmung ist schon so, dass viele Menschen das auch erwarten. Vielleicht nicht die Mehrheit, aber ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Bevölkerung. Die sagen dann nicht, das sind aber keine Christen oder Moslems. Aber es ist eine Frage der Zahl, glaube ich. Ich glaube, in Größenordnung ist es akzeptiert, wenn innerhalb von 12 Monaten 1 Million Menschen kommen, dann löst das aus, was Sie beschrieben haben, diese Sorgen. Und deshalb ist das auch eine Frage, eine Managementaufgabe, eine Steuerungsaufgabe. Manche linken politischen Gruppierungen nennen das inhuman, aber ich halte das für eine wesentliche Voraussetzung, dass sozusagen die Zahl, ob man jetzt mit einer Obergrenze als Begriff operieren muss, da bin ich auch nicht ganz sicher, aber dass wir das jedenfalls mal akzeptieren, dass es schon eine Frage der Zahl ist, der Größenordnung ist, wie die Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung jedenfalls da ist. Und das wird in anderen Staaten ähnlich sein. Und ich glaube, ja, wir können einen bunten Religionsmix auch vertragen. Aber es muss eben ein schrittweiser Prozess sein und ehrlich gesagt, das Thema Islam ist eines. Aber es ist das Tragische ja nicht, dass jetzt Menschen anderen Glaubens zu uns kommen, sondern dass es zu uns in einer Zeit trifft, in dem unsere Kirchen leer sind. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung, das ist jetzt keine Amtsmeinung des Innenministeriums. Aber ich meine, fällt es offenbar schwerer, aus leeren Kirchen heraus auf eine Moschee zu schauen, die sich füllt, als wenn es anders wäre. So ist es offenbar nicht aus anderen Gründen, vielleicht die Kirchen auch selbst mit verursacht haben, schaffen wir es offenbar nicht, auch diesen religiösen Teil unserer Kultur so vital zu halten, dass wir da oder dass weniger Leute davor Angst haben müssten. Also ich empfehle mal jedem, der sich daran stößt, also gegen auch die Überfremdung, zu überlegen, ob er nicht in seiner Religion aktiver werden möchte oder vielleicht wieder eintreten möchte. Und dazu gibt es natürlich noch bestimmte Grenzsetzungen. Also wir reden in Deutschland sehr viel aktuell in meiner Fraktion über den politischen Islamismus. Mhm. Also wenn man eine Region dazu benutzt, eine politische Agenda aggressiver in die Verfassung gefährdender Weise aufnimmt, da ist natürlich der Rechtsstaat in aller seiner Konsequenz gefragt. Das ist gar keine Frage. Aber das gilt ja nur für eine Minderheit derjenigen, die mit einer anderen Religion zu uns kommen. Sehen Sie auch eine Möglichkeit, dass diese offene Haltung, die Sie jetzt auch erklärt haben, in Osteuropa noch um sich greift? Also gerade Polen, Ungarn scheinen ja da, ob das vorübergehend ist, ob das parteipolitisch auch etwas gemünzt ist, dass das eine andere Regierung anders ansehen wird, oder sehen Sie da einen Dauerkonflikt in Europa? Ja, das ist schon problematisch. Ich hoffe, dass es da Änderungen gibt. Und deshalb finde ich auch wichtig, dass wir im Gespräch bleiben,
mit den Ungarn haben sich jetzt teilweise die Regierungspartei so entwickelt, dass wir nicht mehr in der EVP oder in der EVP-Fraktion zusammenarbeiten konnten. Das haben sie, glaube ich, wahrscheinlich zu Recht die Konsequenz gezogen. Trotzdem bin ich sehr dafür, den Gesprächsfaden da nicht abreißen zu lassen. Übrigens auch zwischen, bei aller Kritik und berechter Kritik, auch zwischen den Parteien. Ich glaube, das ist sogar Ungarn noch ein bisschen einfacher manchmal als mit der Peace-Partei dort, wo wir niemals auch parteipolitisch einen Dialog zu hatten, aus guten Gründen auch nicht. Aber natürlich mit dem Staat müssen wir, mit der Gesellschaft natürlich einen guten Dialog behalten oder versuchen. Und ich muss erstmal anerkennen, dass die Staaten sich überfordert gefühlt haben in der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Es gab eben keinen europarechtlichen Anspruch darauf, dass sie da Flüchtlinge nehmen mussten, muss man mal einsehen. Also, dass wir von ihnen etwas wollen, was noch nicht geltendes Europarecht war zum damaligen Zeitpunkt. Es gab dann Beschlüsse. Und wenn natürlich ein Beschluss, der eine Rechtsgeltung hat, man sich nicht hält, ist wieder eine andere Sache. Aber zumindest mal zu akzeptieren, dass wir ihnen auch von ihnen etwas abverlangt haben, aufgrund auch einer anderen Geschichte. Man hat sich fremdbestimmt gefühlt, jahrzehntelang im Warschauer Pakt, Sie haben das beschrieben. Da waren Deutschlands nicht sensibel genug, glaube ich. Das ist unser Fehler gewesen, insbesondere deutscher Fehler gewesen. Und ich finde auch, da höre ich auch zu wenig selbstkritische Stimmen. Und trotzdem, wenn man in der Europäischen Union dabei sein muss, muss man sich auch mal auf Mehrheitsmeinungen einigen. Da kann auch nicht alles nach dem Einstimmigkeitsprinzip erfolgen. Und so, glaube ich, geht es nur um ein steten Werben. Wenn ich jetzt ganz banal sagen würde, würde ich sagen, bei Samuel Huntington, die beiden Länder wären dann auch Teil der lateinischen Christenheit, dann müsste es eigentlich noch kulturell funktionieren. Aber das ist, glaube ich, jetzt etwas sehr holzschnittartig dann. Also ich habe durchaus da noch Hoffnung, aber muss da Schritt für Schritt vorgehen. Das heißt, auch wenn es um Verteilung geht, die ich eben beschrieben habe als ein Element von GEAS, dann wird man vielleicht akzeptieren müssen, dass die erstmal deutlich weniger nehmen, dass sie in anderer Weise helfen, auch beim Thema, das wurde auch teilweise diskreditiert oder diffamiert, bei Rückführungen unterstützen. Aber nochmal, das gehört dazu, zu einer funktionierenden Asylpolitik, sowohl Integration und Aufnahme als auch Rückführung von Abgelehnten. Sie haben Dublin erwähnt und dass das System eigentlich nicht funktioniert, oder? Und Reformbedarf. Wie könnte man das sinnvoll reformieren? Ja, das habe ich ja nur in ganz wenigen Worten sagen können, um die Zeit nicht noch. Ich habe zu viel reingepackt in meine Ausführungen. Also da war ist der Gedanke erstmal Außengrenzschutz und an der Außengrenze dann, also nicht als Mauer und Abschottung, sondern an der Außengrenze auch wirklich Türen zu bauen, die eine erste Prüfung von Asylgesuchen ermöglichen vor Ort. Da haben natürlich teilweise die Außengrenzstaaten ihre Schwierigkeiten, und die Alternative ist eigentlich, dass wir Dublin scharf schalten. Und dann würden sie auf allen Asylbewerbern in Anführungszeichen sitzen bleiben, was ja auch nicht im Interesse verständlicherweise der südeuropäischen Länder sein könnte, so insbesondere Griechenland nicht. Aber das wäre die geltende Rechtslage. So, und deshalb ist das für die, von der Rechtslage jedenfalls, eine deutliche Verbesserung. Und dann muss man aber auch bereit sein, dass es eben ein solches zweistufiges Prüfungsverfahren gibt, wo ich auch bestimmten Personen, das kann man in vielen Ländern, wir haben ja Länder mit Ablehnungsquoten von 95-98% tun. Deshalb haben wir das Konzept der sicheren Drittstaaten zum Beispiel, oder sicheren Herkunftsstaaten, Entschuldigung. Also das wäre ein Element. Und dann eine Verteilung, das ist das Schwierige für die Osteuropäer. Wie gesagt, Deutschland wäre da bereit, auch mehr als den deutschen Bevölkerungsanteil anteilig aufzunehmen. Aber es wäre immer noch geordneter, wir am Ende sogar immer noch weniger, als wir jetzt haben als Zahl. Wenn es jetzt ungefähr die gleiche Zahl wäre, wäre es jedenfalls ein geordnetes Verfahren. Und dann auch Sekundärmigration verhindern. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss dann, wenn jemand sagt, nein, mir gefällt das Land aber nicht, wo ich zugewiesen bin, dann ist die Alternative nur, Europa zu verlassen. Es kann mal eine Ausnahme geben, wenn die Verhältnisse in einem Land wirklich unzumutbar sind, dass man das für eine gewisse Zeit aussetzt, an dieses Land zu verteilen, aber dann muss man mit dem Land was machen. Entweder steigt aus Schengen aus, ja, also ein Land, was humanitäre Mindeststandards nicht erfüllt, mag vielleicht noch notfalls in der Europäischen Union bleiben können, aber nicht im Schengen-Raum, finde ich. Und ich will jetzt da keine Beispiele nennen, dann nicht, aber ich hätte da schon in der Vergangenheit ein paar Forderungen gehabt. Bevor ich Staatssekretär war, habe ich die auch öffentlich geäußert. Wer jedenfalls mal für die nächste Zeit vielleicht bei Schengen besser mal eine Pause machen sollte. So, und dann muss man aber eben auch dafür Sorge tragen, dass man sich nicht dann ein anderes Land aussucht. Und da kann man, wenn jemand das doch tut, im ersten Versuch ihm ein Zugticket noch geben, im zweiten Versuch muss er selber schauen, wie er hin zurückkommt. Man kann sich die Sozialsysteme Europas eben nicht aussuchen. Sonst funktioniert das System nicht. Sonst können wir auch ein Flüchtlingssystem haben, aber kein Schengen mehr. Eben, ja. Das wollen doch alle nach Deutschland eigentlich, oder? Das ist das Ziel der meisten, die kommen. Genau, aber wer eben mit, wer mit Tschechien nicht zufrieden ist, hat eben dann auch keine Möglichkeit, in Europa zu bleiben.
Wären die besten Maßnahmen nicht die, dass man versucht, dass diese Flüchtlinge gar nicht erst zu uns kommen wollen, oder? Also, dass man vor Ort noch wesentlich mehr Aktivität entfaltet. Ich erinnere mich, der arabische Frühling, der wurde von uns allen begrüßt, hat dann aber zu katastrophalen Verhältnissen geführt und zu einer Flüchtlingswelle sondergleichen. Hätte man da irgendeine Form dort eingreifen müssen, um gar nicht erst die Situation zu schaffen, die dann diese Millionen dazu bringt, das Land zu verlassen? Also ich war damals schon ein bisschen skeptisch, aber ich habe es in der Tat auch nicht öffentlich geäußert, weil ich ja auch Hoffnung jedenfalls hatte und auch jetzt nicht ein arroganter Spielverderber sein wollte, aber war schon ein bisschen skeptisch, ob das so schnell und so gut funktionieren kann. Das war vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Also ich glaube erstmal, die meisten Politiker sogar, vielleicht wenn sie nicht jetzt gerade wie ich in der Innenpolitik zu Hause sind, würden auch dieses als erste Lösung sagen. Ja, wir müssen vor Ort gucken, Fluchtursachen bekämpfen und so. Das ist alles auch richtig. Nur mir ist etwas zu wohlfeil, wenn ich damit jetzt angefangen hätte. Weil so einfach ist es eben nicht. Und Paul Collier weist zum Beispiel nach, und andere auch, wenn ich den Wirtschaftsstandard oder die Wirtschaftsleistung oder das Einkommen in bestimmten Ländern steigere, kann das erstmal auch zu mehr Auswanderung führen, weil sich mehr Leute die Reise leisten können. Also es ist ganz wichtig, nicht nur Einkommen und so weiter zu steigern, sondern auch Job Opportunities zu haben, Good Governance zu steigern. Also das ist etwas komplexere Aufgabe der Entwicklungshilfe, als sie vielleicht die Entwicklungshilfe-Experten oder Politiker vor 20, 30 Jahren auch gedacht haben. So, das ist erstmal ein Punkt. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Aspekt, dass natürlich das der Königsweg ist, den wir auch parallel verfolgen müssen, der aber so schnell nicht funktionieren wird, die Situation vor Ort so zu gestalten, dass Menschen entweder gar nicht mehr aus ihrem Land fliehen müssen oder wenn in der Region eine Chance finden. Da gibt es auch spannende Vorschläge bis hin zu Freihandelszonen in Teilen von Afrika, die natürlich voraussetzen, dass Länder bereit sind, das Kostbarste ist, aufzugeben, was sie eigentlich haben, ihr Territorium. Also wenn man eine Freihandelszone gründet und dann ein Stück Teil der staatlichen Souveränität aufgibt, ist auch problematisch. Also gute Ideen gibt es, die Ausführung ist schwieriger. Das Gleiche gilt für die Frage Außengrenzschutz, Asylzentren schon außerhalb von Europas in sogenannten Hotspots zu machen. Auch da netter Gedanke, aber welches nordafrikanische Land sagt, wir geben hier mal 30 Quadratkilometer unseres Territoriums für diesen Zweck her. Also muss man Realist bleiben. Aber trotzdem, soweit es eben realistisch ist, Entwicklungshilfeprogramme, aber eben im Sinne von Good Governance, Job Opportunities, ja, und alle darüber hinausgehenden Dinge, aber eben auch Unterstützung vor Ort. Ich habe eben Libanon und Jordanien, Bezug auf Syrien angesprochen, das sind ganz zentrale Punkte, ja. Aber overall kommen wir eigentlich zum Ergebnis, dass jene Leute, die von diesen alten homogenen Verhältnissen träumen, wo alle sich kannten im bayerischen Hochtal oder so und alle in die gleiche Kirche gingen und all so weiter, dass wir davon abrücken müssen im Zeitalter der Globalisierung und des internationalen Handels, oder? Naja, das ist ja ein schrittweiser Prozess. Das müssen wir eben sagen, dass das die Menschen nicht überfordert. Aber dass wir nicht nur in Globalisierung, sondern in einer historischen Entwicklung diese Homogenität in dem Maße nicht mehr haben. Das heißt nicht, dass jede Form von Homogenität oder jede Form von verbindendem Gefühl abwegig ist. Aber in meinem Dorf gab es die erste große kulturelle, es ist ein Ort, 500 Einwohner am Stadtrand von München-Gladbach, also noch stadtnah, gab es die ersten kulturellen Umbruch, wenn man so will, nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf einmal gab es da nicht mehr nur Protestanten, wie jahrhundertelang, sondern es gab Katholiken, nicht Vertriebene, die dazugekommen sind. So. Und das hat Deutschland schon ziemlich durcheinander gerüttelt, aber nicht zum Schlechten, wie ich finde. Es war aber jetzt für diejenigen, heute wird es oft stilisiert. Ich glaube, manche Vertriebene aus dem Osten wurden anfangs schlechter behandelt als die meisten Flüchtlinge jetzt in der Flüchtlingskrise. Also das muss man auch mal sagen, dass nicht alles Zuckerschlecken war, aber es ist dann doch sehr schnell, natürlich gab keine Sprachbarrieren und so weiter, sehr gut gegangen. Inzwischen ist in dem Dorf, das ist jetzt nicht aktueller Stand, aber vor ein paar Jahren hat man mal den Zustand, dass der in unserem Heimatverein, der Kassenwart Brite ist, war und der amtierende Vorsitzende Schwarzafrikaner. Der hat das nicht lange gemacht, das übergangsweise gemacht hat, aber also das geht alles inzwischen. Das ist auch, führt auch zu keinen Verwerfungen, sage ich mal. Und das war aber eben ein Prozess, der dauert und der auch nicht dazu führt, dass wir jetzt, ich sag mal, wir singen da keine Lieder, wenn wir Lieder singen würden, jetzt ganz andere Lieder singen würden oder jetzt auf einmal ganz andere kulturelle Elemente haben und alle den Schottenrock anziehen oder irgendwie, das ist trotzdem sind viele Dinge, die das Dorf so gestaltet, an Festen und so weiter, noch relativ traditionell. Okay. So there is hope, das, right? Bitte? There is hope, da gibt es Hoffnung, oder? Absolut. Zum Tragen, ich glaube, dass es, wenn es in einem evolutiven Prozess geschieht und diejenigen, die kommen, auch eine Wertschätzung haben für die Kultur, wo sie da hineingekommen sind und sagen, wir wollen ja gerade nach Deutschland, weil es hier diese Kultur gibt. Aber das muss man eben voraussetzen. Und dazu müssen wir erstmal die Kultur offensiv vertreten. Ich habe eine gute Freundin, die ist Flüchtling aus Afghanistan.
Und ihre Eltern wollten mit ihr als Teenager unbedingt nach Deutschland. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, das Herz zerreißt, wenn man das liest. Und sie sagt, sie ist zweimal geflohen, einmal aus Afghanistan, einmal aus ihrer Familie heraus. Weil ihre Eltern wollten unbedingt nach Deutschland. Aber sie haben dann in ihrer Familie und mit ihr vor allem gelebt, 150% wie in Afghanistan. Ja, haben den Widerspruch gar nicht gesehen. Aber mit ihnen hat wahrscheinlich auch keiner mal so richtig darüber gesprochen. Und sie sagt selber, sie hat selbst ein Integrationsprojekt, Culture Coaches nennt sie das. Und sie sagt, also ob man das so rechtlich machen kann, sagt sie, sie würde beispielsweise jedem, der als Zuwanderer, als Flüchtling zu uns kommt, erstmal die Frage stellen, hätten Sie ein Problem damit, wenn Ihre Tochter mit einem Deutschen ausgeht? Und wer das bejaht, mit dem muss man arbeiten, sagt sie, mit dem muss man reden. Das kann man nicht so akzeptieren. Das ist jetzt schwierig, das, glaube ich, in einer rechtsverbindlichen Form umzusetzen, aber ich finde diesen Gedanken einfach mal ganz gut. Und dazu gehört eben auch, dass wir auch offen über unsere eigene Kultur sprechen. Was macht sie aus? Aber nicht im Sinne von Abschottung, sondern im Sinne von Entwicklungsoffenheit und Offenheit für Menschen, die zu uns kommen, aber diese Kultur respektieren müssen. Herr Staatssekretär, das war ganz spannend. Wir müssen zu einem Ende kommen. Es ist schon bald 8 und das ist Deadline für uns. Ganz herzlichen Dank, das war super. Auch die Diskussion, sehr spannend. Herzlichen Dank, dass Sie sich da zu uns übers Internet gesellt haben. Ich hoffe sehr, dass wir diesen Besuch in Belde immer nachholen können und dass wir sie hier in Zürich empfangen. Es gibt noch andere spannende Themen in Deutschland, würde ich berichten. Sehr gut, wir freuen uns darauf. Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Ja. Sie, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren, dass Sie uns zugeschaut haben. Kommen Sie wieder, wenn wir die nächste Veranstaltung haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke sehr, auf Wiedersehen.